Okay, es ist zu laut. So, und hallo YouTube. Willkommen zu einer neuen Folge von The Long Journey. Wir machen heute weiter an der Stelle, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wieder zurück aus Makuria, glaube ich, war das. Und sind wieder zurück in Stark, glaube ich, war das. Ja, genau. Und ja. Warten wir mal. Genau, wir sind zurück aus der U-Bahn. F1 war das. Genau. Tagebuch. Genau, Cortez haben wir getroffen. Er erzählt auch endlich was. Und ja, genau. Und wir spielen auch weiter. Ich habe gerade keinen Pfeil, wo wir hin müssen. Steht das vielleicht? Schlüssel sein Reich, alle Steinscheiben für Edelstein und den Eingang. Okay. Ist klar. Ja, nur wohin? Habe ich keine Ahnung. Wir gehen mal zum Park. Okay, der Maler ist weg. Was hat die Akademie? Da was Neues. Cheers. Hey, die Stadt ist weg. Ich glaube, wir waren schon. Wawa Sommerausstellung. 11. bis 18. August. Oh nein, bis dahin soll ich fertig sein. Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Was? Da was getan? Eigentlich alles beim Alten, war. Emmas Ausstellungsbeitrag. Sie weiß selbst nicht, was es sein soll. Aber es ist... Ja, beginnen. Also, hier ist, glaube ich, nix. Sagt eigentlich das... okay. Die Verliste. Warum haben die immer noch dabei? Eine Karte des Nordlandes bei Tun Lee im Journeyman Inn abzuliefern. Okay, da waren wir noch nicht. Deswegen haben wir das. Immer noch. Ups. Drücken, aber. X kann ich Ausgänge sehen. Okay, passt. Wir sollen wieder zum Kaffee. Ich hoffe, ich habe es nicht verbockt, weil ich ja diesen Lieferauftrag nicht gemacht habe. Ein bisschen, ja. Ups. Die geheimnisvolle Tür. Dann tritt ja doch nichts darum. Oh, Charlie. Machst du heute Überstunden, Charlie? Ja, leider. Bleibst du bis zum Konzert heute Abend? Welches Konzert? Du weißt nicht, wer heute auftritt? Ich hatte dieser Tage anderes im Kopf. Charlie, tut mir leid. Also, wer? Wer? Du machst Witze. Ryan Dale spielt. Die erste Station ihrer Tournee. Rückkehr zu den Anfängen, bevor sie die großen Säle füllen. Heute Abend? Toll. Das passt prima. Ich muss mich unbedingt ablenken. Ja? Was war denn los? Du würdest es mir nicht glauben. Erzähl's einfach. Nein, du würdest es bestimmt nicht glauben. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich selber glaub. Ich muss erst darüber nachdenken. Na gut. Sag mir, wenn du darüber reden möchtest, ja? Kann sein. Hallo? Wenn überhaupt, sage ich dir es als Ersten. Hallo, Kyo. Schalt ein und hört die Klagstimme. Hilfe! Ist Emma hier? Hab sie nicht gesehen. Aber sie kommt bestimmt zum Konzert.
Wann beginnt das Konzert? In einer knappen Stunde. Es wird bestimmt brechend voll. Du solltest dir rechtzeitig einen Sitzplatz suchen. Danke, Charlie. Kein Problem. Bis dann. Oh. Oh, da ist Emma. Wo warst du denn den ganzen Tag? Du warst nicht im College, nicht im Studio und Fiona erzählt mir, dass du schon wieder Cortez suchst. Und dann murmelt Zack was von der Verabredung mit dir. April, was ist los? Ich war weg. Oh Mist. Zack, den habe ich total vergessen. Zum Glück. Er wird mich umbringen, wenn ich nicht auftauche. Das heißt, du bist wirklich mit diesem Armleuchter verabredet? Und ich habe ihn noch angefaucht. Ich musste was von ihm wissen. Und dich dafür verkaufen? April, du spinnst. Dann musst du ihn eben versetzen. Ich hab's ihm versprochen. Dem schmierigen Typ? Daran brauchst du dich nicht zu halten. Ja, versprochen ist versprochen, ne? Versprochen ist versprochen. Ich muss hingehen. Löblich, aber fehlgeleitet. Du weißt, dass er nur hinter Sex her ist? Das kann er vergessen. Ich gehe hin, aber nur kurz. Ich sag ihm, dass mir nicht gut ist. Das wird Zack als Einladung ins Bett auffassen. Na, viel Glück, du wirst es brauchen. Und okay. Kapitel 3. Freunde und Feind. Oh nein, Kopfschmerzen. Ich hab doch gar nicht viel getrunken. Aber ich bin durch ein Portal in eine Parallelwelt gereist. Daher wohl der Drang, mich zu verkriechen und einzuschlafen. Ich sollte wohl diesen Typen aufsuchen, von dem Cortez mir erzählt hat. Warren, in der Hope Street. Und als wäre das nicht genug, darf ich Zack heute nicht in die Arme laufen. Gestern Abend war grässlich. Nicht nur das Fummeln und dass ich ihm in den Unterleib treten musste. Zack kapiert's einfach nicht, wenn man Nein sagt. Das wäre eigentlich ein triftiger Grund gewesen, ihn zu versetzen eigentlich. Nee. Aber Kopfschmerz ist immer ein guter Indikator, dass es ein toller Tag wird. Nicht. Was für unschuldige Seiten. Genau, Sonntag, 30. Juli 2209. Sonst schläft man aus. Man sieht sie bequem an, Filme und hängt mit seinen Freunden im Café herum. Man fährt nicht in das übelste Stadtviertel, um einen Jungen zu finden, den man einem verraten kann, wie man sich in einen gefährlichen Kult einschleichen kann, der die Herrschaft über das Universum anstrebt. Das ist was für einen Montag. Einen sehr schlechten Montag. Also schön, die Welt ist in Gefahr und ich bin die Einzige, die das Chaos aufhalten kann. Und heute früh muss ich zur Kathedrale in der Hope Street, um mit einem Priester Raoul zu sprechen. Er soll mir sagen können, wo Warren Hughes wohnt. An mich. Denk dran, April. Wenn jemand das nächste Mal Bestimmung flüstert, lauf weg, so schnell du kannst. Ja, das sind die besten Tage. So, einmal. Laden möchte ich nicht. Ich möchte speichern. Ich hoffe, das bringt mir jetzt nicht das Genick, dass ich, wie gesagt, den einen Auftrag nicht gemacht habe. Das ist hoffentlich ein Lohnbug. Oh oh. Hey, Zicke, was hat dich denn gestern Abend geritten? Pardon, wie hast du mich eben genannt? Ich führe dich groß aus und zum Dank gibst du mir eine verdammte Ohrfeige? Zu Recht. Hast du dich mal gefragt, warum ich dich geohrfeigt hab? Du, das ist mir eh wurscht. Dir wird's noch leid, um mich verkohlt zu haben, Zicke. Es tut mir leid, Zack. Leid?
bisschen spät, April Ryan. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du es dir mit mir verdirbst. Oh ja, dir wird's noch leid tun. Na super. Was für ein Armleuchter. Und das ist gerade noch nett gesagt. Keiner da. Okay. Geh mal. Ja, nicht da was auch geändert. Gab's auch Neues? Nö. Sommernacht im Café Fringe. Freitag, 4. August, 20 Uhr. Essen in... Ja, Kämmer. Okay, raus. Gottes hier? Ne, wir müssen in die Hope Street. Das heißt, wir müssen zur U-Bahn. Und da kommt der Zug gerade rein. Perfektes Timing. Und let's go. Süße alte Damen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Süße alte Damen sind auch. Entschuldigung. Metro Circle, East Venice und Hope Street. Warte mal. Wir speichern? Genau. Lieber einmal gespeichert als einmal zu wenig, ne? Ja. 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 Sie ist weg. Er kann bestimmt gut mit dem Stahlrohr umgehen. Der Boss. Seine Uniform weist ihn als Angehörigen der Westside Kings aus. In der ganzen Stadt hängen ihre Anwerbeplakate. Ich glaube, er ist in Schwierigkeiten. Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Aber wo ist die Kathedrale? Ach, da geht's. Okay. Vielleicht Gas- oder Wasserleitungen oder Abwasserrohre. Das würde den Geruch erklären. In der Hope Street halten keine Taxis. Aus gutem Grund wohl. Okay, haben wir sonst noch was außer hier? Da würde ich eher zur Kathedrale gehen. Ein Taxi. Ich frage mich, wie sie die Kerzen anzünden. Benutzen sie Leitungen? Die Idee hat was. Priester mit Raketenrucksack. Das gäbe der Abendmesse eine völlig neue Dimension. Sehr schön. Und wenn man die Lage bedenkt, eigentlich ein Wunder, dass noch alles heil ist. Wahrscheinlich kugelsicheres Buntglas, extra für innerstädtische Kirchen hergestellt. Okay. Beichtstühle. Hm.
Ein Priester. Die Beichtstühle. Guten Morgen. Ich bin Pater Raul. Du kommst nicht aus dieser Gegend, oder? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Nein, ich komme nicht oft hierher. Eher wenig. Warum solltest du auch? Dies ist kein angenehmes Viertel. Die Kathedrale ist alles, was der Hope Street an Hoffnung bleibt. Das tut mir leid, Pater. Mir auch. Aber wir schaffen es. Wir schaffen es. Kann ich dir helfen? Gehen die Leute immer noch in die Kirche? Ja, einige schon, einige schon. Unser Glaube ist unverwüstlich. Glaube an sich schon. Aber es gibt so viele neue Religionen. Und neigen die Leute nicht dazu, die alten aufzugeben? Sie kommen zurück. Die Neuerer und die Manus dieser Welt verheißen nur flüchtiges, materielles Glück. Sie bieten keine geistige Erleuchtung. Sie machen sich wegen des Wettbewerbs also keine Sorgen? Wir haben über 2000 Jahre Erfahrung und Tradition, auf die wir bauen können. Nein, ich denke nicht, dass wir umkippen und aufgeben. Okay, nach dem Warren so fragen. Kennen Sie einen Jungen namens Warren Hughes? Hughes. Den kenne ich tatsächlich. Die Hughes haben hier gewohnt, bevor sie in die Kolonien reisten. Armer Warren. Er wurde von seiner Familie als Waise zurückgelassen. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Wo lebt er denn? Wo lebt Warren? Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt hier wohnt, aber er ist Mitglied einer Straßenbande. Den Rasierklingen, glaube ich. Sie lungern meist vor dem Haus Nummer 87 herum. Sei vorsichtig. Auch wenn sie nicht die schlimmste Bande sind, freundlich sind sie nicht. Und sie mögen keine Fremden. Na super. Ich kann schon auf mich aufpassen. Das bezweifle ich nicht. Sei aber trotzdem vorsichtig. Besser ist das. Okay. Ich danke Ihnen, Pater. Schau doch einfach wieder rein, wenn du in der Gegend bist. Wenn, ja. Ich habe das Gefühl, mich starrt jemand an. Hi. Seit meiner letzten Beichte sind mehr als 2 Jahre vergangen. Aber ich bin jetzt nicht in Stimmung. Und bei meinem Sündenregister werde ich tagelang den Rosenkranz beten müssen. Na dann. AmmelTV, Hallöchen. Willkommen, Hallöchen. Und, ja. Buh. Was? Nein, heute nicht. Und morgen auch nicht. Und übermorgen auch nicht. Und, nein, heute nicht. Überhaupt nicht. Okay, da gehen wir. Ein Engelsbaby. Ein Cherub? Er trägt eine rote Robe um seinen Unterleib und scheint es eilig zu haben. Ich kann mich nicht an diese Bibelstelle erinnern. Vielleicht steht sie in der Fortsetzung. Nein, die kam ja erst vor 5 Jahren raus. Und das Wandgemälde sieht viel älter aus. Also heute nicht, ja. Was? okay, Haus 87. Ich vergesse immer die Zahlen. 87, da ist es doch. Wo läufst du rum? Ich glaube, du bist hinter den Schläger, oder? Ja, da ist er. Okay. Okay, das klingt aber nicht gut. Außer Betrieb. Ja, auf Stichwort. Außer Betrieb. Oder auch nicht. Ich nehme lieber die Treppe. Okay. Ein Junge. Er sieht nicht älter als 15 aus. Hier noch was zum Anfassen. Ich wollte gerade sagen, anfassen. Nein, er ist süß, aber etwas zu jung für mich. Was? Nein, was doch nicht. Kann ich dich kurz sprechen? Weißt du, wo ich Warren Hughes finden kann?
Wer will das wissen? Ich. Warren Hughes? Nie von ihm gehört. Wie heißt du? Wie heißt du? April Ryan. Schön für dich. Naja, du kannst mir wohl nicht helfen. Oder will er nicht. Das kann keiner. Was soll das heißen? Ein nettes Mädchen wie du in der falschen Gegend stellt all die falschen Fragen. Du könntest dir richtig Ärger anhandeln, weißt du das? Ich kann auf mich aufpassen. Klar kannst du das. Die Sache ist nur die, dass unten schon vier Typen drauf warten, dass du wieder rauskommst. Und die können auch sehr gut auf sich aufpassen. Alles klar, Bammel. Viel Spaß im Lurk. du sollst mir nicht drohen. Das ist, glaube ich, jeden scheißegal. Ich will keinen Ärger. Der Ärger hat dich gefunden, Süße. Dammit. Was willst du von mir? Das sollte ich dich fragen, aber es interessiert mich nicht. Du hättest mich eben nicht verfolgen sollen. What? Dich verfolgen? Du bist also Warren. Sag bloß, das wusstest du nicht. Nee. Nein. Cortez hat mir nur deinen Namen genannt und wo ich dich finden kann, aber... Sekunde, Cortez? Der alte Spanier, leicht verrückt? Die Beschreibung passt in etwa, ja. Mist. Du bist doch nicht von der Polizei, vom Jugendamt, von der Firma? Nein. Ich bin eine Freundin von Cortez. Er sagte, ich soll dich suchen. Ich habe Cortez eine Weile nicht gesehen, nicht seit... Also was will Señor Cortez von mir? Wir brauchen deine Hilfe. Was für Hilfe? Pass auf, ich halte mich versteckt, seit die Firmentypen und die Bullen hinter uns her sind. Ich werde für niemanden meinen Kopf riskieren, nicht mal für Cortez. Okay. Schon in Ordnung. Ich brauche nur ein paar Informationen über eine Gruppe, die sich die Neuerer nennt. Und über ihren Anführer, Jacob McAllen. Genau. Tut mir leid, nie von den Typen gehört. Das ist auch kaum möglich. Die bleiben unter sich und arbeiten mit einer Tarnorganisation. Aber ich weiß nicht welcher und... Du willst es herausfinden. Na gut, ich habe einen Freund, der dir vielleicht helfen kann. Super. Warte. Bevor ich ihn um einen Gefallen bitte, musst du mir auch einen Gefallen tun. Wahrscheinlich hilfst du dir damit noch selbst. Okay. In Ordnung. Was muss ich tun? Ganz einfach. Brich in das Polizeiarchiv von Newport ein, besorg dort Infos über meine Familie, vernichte meine Strafakte und komm wieder raus. Vorzugsweise lebend. What? Ich tu's. Du hast Mut, ganz schön cool. Mhm. Im Archiv findest du vielleicht Infos. Wir machen's einfach. Let's go. Heißen sie doch. Die Infos könnten wertvoll für meinen Freund sein, wenn er dir helfen soll. Okay, das war's. Mein Vater war von extra cool abhängig und ließ sich von der Werbung verführen. Er verkaufte seine ganze Familie an das verheißungsvolle Kolonisationsprogramm, um genug Geld für ein Leben mit extra cool zu haben. Er vergaß zwar, seine holde Frau und seine Kinder zu fragen, aber die Firma störte das nicht. Eines Tages kamen sie, um meine Mutter, meine Schwester und mich abzuholen. Ich bin abgehauen durch das Fenster, hab die nächsten beiden Wochen in einem Müllcontainer verbracht. Und deine Familie? Das ist es ja, ich weiß es nicht. Natürlich ab in die Kolonien, aber ich weiß nicht in welche. Manchmal trennen sie Familien, aber das erwähnen sie in der Werbung natürlich nicht. Mein Vater ist mir Schnuppe. Meine Mutter ist stark und kann auf sich aufpassen. Aber ich will meine Schwester zurück. Ich will nicht, dass sie in einer Mine oder Fabrik endet. Ich soll also herausbekommen, wohin sie deine Schwester gebracht haben. Genau, du begreifst schnell. Finde es heraus und lösche auch meine Strafakte, damit ich endlich die Firmentypen vom Hals habe. Dann bekommst du alle Hilfe, die du brauchst. Nichts leichter als das. Und wo liegt das? Wo liegt das Polizeirevier? Fahr mit der U-Bahn bis Metro West. Du kommst dort an der sogenannten Cop Street raus. Die Straße runter siehst du das Polizeipräsidium. Du kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Sei cool, okay? Ma. Okay, dann, ab zum Polizeirevier. Ob das klappt? Die alte Dame ist nicht da. Bildschirme gibt es überall. Man kann ihnen nicht entkommen. Okay, speichern wir hier.
So. Was? Metro West, Metro Circle. Ah, die Tante ist wieder da. Die alte Dame ist wieder da. Süße alte Damen sind auch nicht. Okay, Tagebuch. So, Sonntag. Ich bin also zur Kathedrale in der Hope Street gefahren. Hab mit Pater Raoul gesprochen. Netter Kerl. Er meint, Warren ist im Haus Nummer 87. Gleich in der Hope Street. Das heißt also Haus 87 der Sozialbauten. Nicht gerade die beste Adresse. Nein. Beste Adresse. Eher ein Viertel. In dem man lieber zweimal schießt, bevor man Fragen stellt. Ich weiß nicht mal, ob sie sich noch mit Fragen aufhalten. Immer noch Sonntag. Wenn das so weitergeht, brauche ich bald ein neues Tagebuch. Von Hughes war kein übler Bursche. Hat nur Pech gehabt. Er macht einen auf Tough, ist aber ganz lieb. Aber er hilft mir erst, wenn ich ihm ein paar Gefallen tue. Dazu muss ich sogar kriminell werden. Halleluja. Polizeiarchiv da, wenn ich immer dort bin. Neueren schauen. Okay. Mehr, was sie mal waren. Wo ist. Dann? Kann ich Aufzüge nutzen? Hier bin. Ja, bestimmt auf. Stehen bleiben. Sie dürfen den Aufzug nicht benutzen. Warum denn nicht? Weil Sie keinen Ausweis dabei haben. In Newport ist das ein Verbrechen gegen das Gemeinwohl. In Venice braucht man. Venice also. Hätte ich wissen müssen. Treten Sie bitte zurück. Sonst muss ich Gewalt anwenden. Okay. Was brauche ich denn, um durchgehen zu dürfen? Nur Bürger der mittleren und höheren Ebene dürfen die Aufzüge benutzen. Sind Sie denn neu in der Stadt? Ja. Ja, frisch vom Land. Stimmt. So sehen Sie auch aus. Hey, danke. Wie bekommt man denn den Status mittlere Ebene? Durch Geburt, Geld oder Heirat. Loser wie Sie und ich kommen da nie ran. Wie Sie und ich. Selber Loser. Was ist eigentlich mit der Polizei hier in der Stadt? Was meinen Sie? Erst verhaften Sie jemanden, dann zitieren Sie ihm seine Rechte und dann verkaufen Sie ihm Waren. Gehört alles zum Job, Miss. Die Polizei ist eine Unterabteilung von Okamba Mercer und der Bingo Corporation. Sie bezahlen uns. Ergibt sich da kein Interessenskonflikt? Nicht solange wir keine Angestellten der beiden Firmen verhaften. Das ergibt keinen Sinn. Schon, wenn Ihr Arbeitsplatz in Gefahr ist, Miss. Ich habe Kinder, die mal aufs College gehen sollen. Na, super. Danke, Officer. Wir beschützen, dienen und informieren Sie über die fantastische Produktpalette von Bukamba Mercer und Bingo. Hersteller der weltbesten Getränke und Pistolen. Pistolen? What the fuck? Also das ist ja schon hardcore. Wenn Polizist schon Werbung machen muss von seinen Sponsoren. Oh mein Gott. Holy shit. Stehen bleiben. Sie dürfen den Aufzug nicht benutzen. Ja, ich weiß. Der Aufzug zwischen den Ebenen ist aber klein. In die großen passen bis zu 100 Leute. Die sollen ziemlich schnell sein. Ich glaube, die Stimme muss ich ein bisschen ändern.
Nur die Musik leiser. Hallo? Hallo, 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 hallo? Test 1, 1, 2, 22. Foxy spoilert sich einmal, das bitte ein bisschen lauter zu machen. Okay, Moment. Hallo Foxy und hallo Robby. Im Hintergrund natürlich. Uah. Okay, ich verschwinde. Wie komme ich da hin? Ich muss jetzt... Ostausgang. Okay, die Dame ist weg. Ist immer noch weg. Metro West. Ah. Okay. Wandschild. Da steht Threadbare Lane MCW. Die Straßenkennnummer lautet 3018. So, es ist laut genug, ich hoffe doch. Ach, da ist das Polizeirevier. Ja, das finde ich gut. Eine maschinell gesteuerte Straßenblockade. Man sieht sie überall in der schlaglochdurchsetzten Stadt. Eine kleine Kontrolltafel. In der Anzeige steht 3018. Da läuft jetzt mal Riesenbogen. Ein Müllcontainer. Und fast leer. Bis auf ein paar klebrige alte Zeitungen und Flaschen. Das ist ja eklig. Und ich in meinem Lieblingstop. Hey, ist das nicht ein Fellhandschuh? Igitt, nein, es ist eine tote Ratte. Ich werde den anderen Handschuh in der Ecke nicht untersuchen. Ich glaube, der hat sich gerade bewegt. Wie völlig sinnlos das ist. Und ich riech schon nach diesem Eau de Müll. Komm selber da raus. Nicht immer Müll suchen bringt was. April Ryan, du musst dich überwinden. Okay, warum kann man das nutzen? Das verstehe ich nicht. Ein automatischer Müllwagen. Sie leeren die Müllcontainer überall in der Stadt und überfahren Leute. Warte mal. Wir gehen mal einfach zum Polizeirevier. Einfach mal stumpf hin. Irgendwas müssen wir mit denen auch noch machen. Glaube ich zumindest. Action Metro Channel News. Hier ist Lucinda Carlyle, live vor dem Polizeipräsidium, wo sich heute ein weiterer sinnloser und tragischer Unfall durch ein Versagen der Technik ereignet hat. In den Trümmern des abgestürzten Shuttles hinter mir suchen Drohnen nach den sterblichen Überresten von über 100 Menschen, die heute ihr Leben bei einem Unfall verloren haben. Ein vermeidbarer Unfall, der nicht hätte passieren dürfen. Vor wenigen Stunden ist ein mit Kolonisten besetzter Shuttle der Brave New World Airlines auf dem Flug zum Metro Tower infolge eines Maschinenschadens abgestürzt. Ohne Vorwarnung stürzte der Shuttle auf diese Straße, zerstörte 3 Autos und begrub 9 unschuldige Fußgänger unter sich und 2 Autodiebe bei der Tat. Die Ursache der Tragödie ist noch unbekannt. Derzeit gibt es noch keine offiziellen Stellungnahmen und wir können nur spekulieren. Und wir werden spekulieren. War der Pilot betrunken? Hatte er Amatin eingenommen? Hatte jemand an Bord eine Bombe bei sich? Hat der Hersteller des Shuttles Monster Limited Billigteile aus illegaler Produktion in Norwegen importiert? Denkbar ist alles. Sogar noch Schlimmeres. Aber gleich, wer verantwortlich ist und wie die Strafe ausfällt. Es wird die grausig entstellten Toten nicht wieder zum Leben erwecken. Es wird Theresa Rosemann, Mutter von 3 Kindern, nicht zu ihrem Ehemann zurückbringen.
Der Verlust ist endgültig. Und nur hohe Schmerzensgelder können die Trauer lindern, sie aber nie ganz auslöschen. Das wäre nur durch eine kostspielige Gehirnoperation oder persönlichkeitsverändernde Drogen möglich. Die genaue Zahl der Toten steht noch nicht fest. Es wird vermutlich Tage dauern, sie aus den Tausenden von Körperteilen zu identifizieren, die zur Stunde noch einzeln aus dem Wrack des Brave New World Shuttles 709 geborgen werden. Welche Auswirkungen wird dieser Unfall auf unsere Stadt haben? Wahrscheinlich keine. Wer mit dem Shuttle fliegt, trägt das Risiko. Lucinda Carlyle mit einem Live-Bericht für die Metro Channel Action News. Und damit zurück an Lisa und Dan. Sind wir fertig? Wie war ich? Ja, ja. Und wie sind die Quoten? 5 Millionen? Nur 5 Millionen? Himmel, wir haben gegen die Wiederholung von Gilligans Insel verloren. Das ist zum Verrücktwerden, Gregory. Warum zum Teufel hast... Ja, ja, lass mich bloß mit diesem Mist zufrieden. Du warst es doch, der mir erzählt hat, mit sowas erreiche ich ein größeres Publikum. Wäre ich bloß bei der Spielshow geblieben. Mist. Ja, Foxy. Das ist, glaube ich, die Droge, ja. Was hat ein April da gemacht? Er. Wie so. Die berichtet über den Unfall, wie so. Oh, so. What the fuck? Was ist. Stimmt nicht mit dir. Was ist das? Alter, Finne, ey. Ey, ich muss durch. Wenn ich mich nicht irre und wenn ich mich richtig an den Technikunterricht erinnere, ist das eine Antigravsteuerung. Sie scheint vollkommen intakt zu sein. Nein. Ein Hochspannungslaserzaun. Die Farben zeigen an, dass hier militärische Laser eingesetzt werden. I'm firing my laser! Ein Polizist. Er bewacht das Wrack. Ich kann nicht durch den Zaun ohne Alarm auszulösen. Oder Schlimmeres. Der Laser würde mich rösten. Da gibt's eine geröstete April. Okay. Ein Polizist. Er bewacht das Wrack. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Das ist so lame. Abgesehen von dem abgestürzten Gleiter da? Nein, sowas sieht man jeden Tag. Ja klar. Wie bitte? Dutzendfach. Gleiter stürzen dutzendfach ab? 15 die Woche, Madame, mindestens. Allein in dieser Stadt. Aber es heißt doch immer, Gleiter wären das sicherste Transportmittel. Statistisch gesehen schon. Aber sobald sie an Bord sind, sinken ihre Überlebenschancen dramatisch. Was? Sie sind das sicherste Transportmittel für Fußgänger. Die Wahrscheinlichkeit, von einem abstürzenden Gleiter getroffen zu werden, ist relativ gering. Vielen Dank, dass Sie mein Vertrauen in die moderne Technik ruiniert haben. Wir sind hier, um zu schützen und zu dienen. Mhm. Ist es nicht eigentlich andersherum? Gehen Sie weiter, Madame. Hier gibt's nichts zu sehen. Hammertyp, ja. Vor allem, wie er das so sagt. Abgesehen von Ihnen, Wachtmeister. Wie, mir? Ich habe Männer in Uniform schon immer gemocht. Tut mir leid, Madame, ich bin schwul. Und jetzt gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Abgesehen von den entflohenen Häftlingen hinter Ihnen? Ich bin heute zum Sonderdienst eingeteilt, Madame. Der entflohene Gefangene soll sehen, wo er bleibt. Wo ist denn die Wache, die während meiner Abwesenheit die Unfallstelle bewachen soll? Wie wär's mit mir? Ich kann sowas gut. Das war nur eine rhetorische Frage, Madame. Sie sind nicht qualifiziert. Und jetzt gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ausgenommen. Zum letzten Mal. Gehen Sie weiter. Hier gibt es überhaupt nichts zu sehen. Nichts. Habt ihr Leute denn nichts Besseres zu tun?
Auch eigentlich schon. Geht es Ihnen gut, Wachtmeister? Danke, Madam. Mir geht es sehr gut. Nur der ganze Staub vom Absturz bringt mich zum Husten. Tritt mich zum Husten. Klack, klack. Scheiß Staub. Okay. Alles klar. Wie kommt man denn da dran? Halt. Ja. Ich denke mal, dass wir das brauchen können, aber wir gehen mal zum Revier. Rumpel, Rumpel, Rumpel. Good day, Sir. Ein Polizeibeamter. Er bewacht den Eingang. Entschuldigung, Wachtmeister. Tschack, tschack. Okay. Hey. Wie komme ich in das Revier? Das ist hier die Frage nicht. Wie meinen? Reinkommen oder nicht reinkommen, das ist hier die Frage. Meine Güte, noch mehr Irre. Oh, ich bin kein Irrer, ich bin Schauspieler. Keine Ursache, aber ist das nicht ein Widerspruch in sich? Lady, ihr seid die Grausamste, die lebt. Danke. Was ist mit den Leuten hier los? Außer den Wachtmeister bei dem Dings hier, bei dem Kleider, der ist völlig in Ordnung. Außer ein Husten halt, ne? Und dass er sich nicht ablenken lässt. Aber sonst. Ja, sind Sie Schauspieler oder Polizist? Ja, das ist eine gute Frage. Sind Sie Schauspieler oder Polizist? Beides, Schätzchen, beides. Ich bin Schauspieler, werde aber im nächsten Film einen Polizisten spielen. Hey. Er heißt Mad Cop 2. Ich spiele den Freund von Mad Cop, den etwas durchgedrehten Polizisten. Ich glaube, ich habe den ersten gesehen. Er war schlecht. Oh. Das stimmt, aber dieser hat das gewisse Extra, das dem Original gefehlt hat. Sie meinen mehr Gewalt, mehr Sex und weniger Handlung? Genau das. Den fallen 15 Fracks die Woche auf den Kopf. Da kann das mal passieren, ja. Das ist nämlich halt das Berufsrisiko halt, ne? Das ist, ja. Das ist halt so. Ja. Sie bereiten sich also auf Ihre nächste Rolle vor. In der Tat, holde Maid, das tue ich. Ich wurde für eine Einheit ausgewählt, die das Wesentliche am Dienst Ihrer Majestät erfassen soll. Und welche Einheit soll das sein? Sitte. Uiuiui. Warum laufen Sie eigentlich immer hin und her? Ich übe mich in der hohen Kunst des Streifegehens. Das sieht aber nicht nach Streife, sondern eher wie Schauspielerei aus. Mist. Und ich dachte, ich würde Fortschritte machen. Vielleicht sollten Sie etwas lockerer werden. Ja, aber dieser verdammte Anzug zwingt alle, sich auf dieselbe Weise zu bewegen. Ich kann den Charakter einfach nicht herausarbeiten. Finde ich aber lustig, dass ein Schauspieler eine solche Uniform tragen darf. Ja gut, vielleicht hatte ich ja den Genehmigung oder sowas, obwohl bei dem Spiel weiß ich mal nie. Find's ein bisschen trotzdem witzig. Ja, jo, kurzes Streifegehens. Da gibt's eine hohe Kunst dazu? What the? Wie komme ich in das Revier? Überhaupt nicht. Heute nicht. Aber ich muss da rein, wenn nun ein Verbrechen geschehen ist. Gut nachgedacht. Ich glaube, sowas meldet man an einer der vielen Rufsäulen in der Stadt. Oder du sprichst einen Polizisten an. Wie Sie? Ja.
Ich bin nur ein ergebener Diener Ihrer Majestät und eigentlich nur als Stellvertreter eingesetzt. Also, es lohnt nicht. Oh. Kann mich nicht einfach reinlassen? Können Sie mich nicht einfach reinlassen? Bedenkt mich mit süßer Vergebung, Prinzessin, aber leider kann ich es nicht. Die Türen sind außer Betrieb. Die Türen funktionieren nicht? Sie gehen nicht? Gütiger Himmel, das muss ich sofort melden, nachdem ich mit meinen Polizeiübungen fertig bin. Oh Gott. Notfall ist aber egal, ich habe meine Übung vorne. Ich muss das machen. What the fuck? Sagten Sie, die Türen sind außer Betrieb? Richtig. Das Einzige, das heute aus diesem Revier hinein und wieder hinauskommt, sind Polizisten, Gefangene und Müll. Ist das nicht so ziemlich das Gleiche? Schnöde Worte aus dem Mund eines Weibsbilds. Uff. Wie haben Sie mich genannt? Holde Prinzessin. Schon besser. Holde Prinzessin ist auch nicht so wirklich. Weibsbild. Einmal tritt in die Mitte. Dann kommt er da zur Besinnung. Wie könnt ihr denn den Müll raus und die Gefangenen reinbringen, wenn die Türen kaputt sind? Die Türen sind zwar außer Betrieb, aber nicht das Tor zur Tiefgarage. Natürlich kommt man nur mit einem Fahrzeug hinein. Die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr ausgedehnt. Wie ausgedehnt denn? Sagen wir, sie benutzen radioaktive Verstrahlung? Na dann. Danke und viel Glück. Rennen ist ein süßer Schmerz. So lebt denn wohl, Prinzessin. Bis wir uns wiedersehen, lebt wohl. Die Türen sind geschlossen. Die Türen sind geschlossen. Die Türen, 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 die Türen sind, die Türen sind. Immer geht sie auf. Immer geht sie auf. Die Türen sind geschlossen. Er lädt schon nach, ich gehe. Ciao. Help. Okay, da kommen wir nicht voran, da kommen wir nicht dran. Ich glaube, das wird nichts. Bestimmt sind die Türen geschlossen. Das glaube ich auch. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Okay, keine Reaktion. Was ist? Habe ich Pickel? Ist was mit meiner Frisur? Keine Reaktion. Hätte sein können. Oh. Geh mal kurz zurück in die Straße. Irgendwas müssen wir mit dem Mülleimer machen. Okay, das war zu spät.
Die Ratten das wieder. Das ist totale Zeitverschwendung. Ich meine, was wird schon passieren? Der Müllwagen fährt nicht mal an diesem Container vorbei. Und da kommt der Kopf wieder raus. Okay. Ach komm. Haben Sie schneller hier. Eine numerische Tastatur. Aber ich habe keine Ahnung, welche Zahl ich eingeben muss, um die Straßenblockade zu verschieben. Ich hätte da eine Idee. Aber wir gehen erstmal rundrum. Da steht Calavera Crossing MCW. Die Straßenkennnummer lautet 0092. Ist die Straße. Da steht Threadbare Lane MCW. Die Straßenkennnummer lautet 3018. Deswegen gleich kommt Müller wahrscheinlich vorbei. Hallo? Hallo? Alles versucht. Ich mag meine Klamotten. Die Route des Müllwagens führt offenbar unter dem Polizeipräsidium hindurch. Dort laden die Polizisten wahrscheinlich ihren Müll ab. Und die gefolterten Körper unwilliger Zeugen. Der Müll wird also im Revier abgeladen. Vielleicht kann ich die Straßenblockade verschieben, wenn ich die Kennnummer der angrenzenden Straße eingebe. Aber welche? Das machst du schon selbst. Selbstfahrende Straßenblockaden. Nice! Stella! Und hinein mit dir. Bestimmt von Tesla. Who knows? Ja, das war schon. Bist du gewartet? Ups. Ah, Rattis. Das war eklig. Was ich alles tun muss, um die Welt zu retten. Ich meine, der Geruch, das klebrige Zeug, dann noch die Ratte. Widerlich. Vom Gestank ganz zu schweigen. Ich glaube, der geht nie mehr weg. Ich werde den Rest meines traurigen Daseins nach altem Fisch und verfaulter Pizza stinken. Lecker. Lecker Schmecker. Halunken erkennt man schon an den Augen und am üblen Benehmen. Tuvok? Lol. Ja, das sieht fast aus wie der eine aus Voyager. Tuvok? Tuvok? Nee, der nicht. Tuvok? Ah, there we go. Leichtes Übergewicht muffeliger Art. Wenn ich den vielen Polizeiserien trauen darf, muss das die wachhabende Polizistin sein. Polizistin, okay. Das wäre ein Polizist. Verzeihung, Madam. Ja, ja, was kann ich für Sie tun? Nett. Wo befindet sich das Archiv? Das Archiv? Sie sind keine Polizistin, oder?
der Ausbildung der Polizeischule muss. Ja, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich bin in der Ausbildung auf der Polizeischule und ich muss in das Archiv, um dort etwas nachzuschlagen. Sie sind also in der Ausbildung? Aber klar doch. Was tun Sie denn hier? Sie sollten in der Schule sein, Liegestütze machen und lernen, wie die Profis zu reden. Okay. Es geht um das Archiv. Sie sind doch keine Polizistin, oder? Was ist, wenn ich es nicht bin? Sie können da nicht rein, Capito. Zutritt nur für Polizisten. Außerdem sind die meisten Türen im Gebäude einschließlich dieser außer Betrieb. Keiner geht rein, keiner kommt raus. Und solange diese überbezahlten, unterbeschäftigten Wartungstypen nicht ihren Hintern bewegen und wieder an die Arbeit gehen, wird das auch so bleiben. Schade. Trotzdem vielen Dank. Aber wieder eine Sprecherin, die ich wieder aus, die man aus, wahrscheinlich aus Blade Runner auch, also aus dem Spiel, auch kennt. Was hat man denn da? Ein Werkzeugkasten. Darin liegt ein Stück Papier. Ein Werkzeugkasten. Darin liegt ein Stück Papier. Jim. Irgendein Anforderungsformular oder ein Arbeitsauftrag. Vereinigte Bokamba-Mörser-Gewerkschaft. Formular 09042. Kurzfristige taktische Aufhebung der Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder. Der Durchschlag eines alten Arbeitsauftrags. Okay. Die Türen sind geschlossen. Was kann ich denn hier machen? Dieses Telefon. 099 12090. Ich habe nicht mehr mit Mutter gesprochen, seit ich von zu Hause weg bin. Ich sollte sie anrufen. Oh je. Ob sie daheim ist? Hallo? Hi, Mama? Hier ist April. Wie geht's dir? Wo bist du, Liebling? In der Stadt, Mama. Das weißt du doch. Oh je. Warum hast du nicht angerufen? Ich habe mich zu Tode geängstigt, Liebling. Hast du denn meinen Brief nicht erhalten? Doch, und ich kann nicht verstehen, warum... Siehst du, genau das ist doch das Problem. Du kannst es nicht verstehen. Es war ungerecht, dass du deinen Vater so hart angegangen bist. Du hast ihm sehr wehgetan, weißt du das? Und ich meine nicht nur den Tag, an dem du ihn die Treppe heruntergestoßen hast. Uff. Und was ist mit mir? Glaubst du denn, er hat mir nicht wehgetan? Bist du so blind, dass du das nicht sehen kannst? Autsch. April, du weißt doch, dass ich in dieser Sache für keine Seite Stellung beziehen kann. Uiuiuiui. Nein, natürlich nicht. Du nicht. Nie. Aber egal. Wie geht... Ist Vater in Ordnung? Ich meine, nach dem Sturz? Er hat sich einen Arm gebrochen und musste deshalb zu Hause bleiben. Deshalb ist das Geld knapp. Wir mussten Danny bis zum nächsten Halbjahr von der Schule nehmen. Mama, du kannst mich dafür nicht verantwortlich machen. Wenn du nicht so überstürzt fortgelaufen wärst... Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tot, Mama. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Bitte... Lass uns jetzt nicht darüber streiten. Ich wollte einfach nur deine Stimme hören. Bitte, komm nach Hause, April. Wir lieben dich noch immer. Nein, danke, aber nein. Das kommt nicht in Frage. Hör zu, ich muss gehen. Ich bin hier mitten im Geschehen. Pass auf dich auf, ja? Ist gut, Liebling. Ich hab dich lieb. Ja, ich dich auch, Mama. Wiedersehen. Uff, okay, das ist hart. Das ist hart. Glückwunsch, Foxy, zum Sternenfang. Dieses Telefon. 099 12090. Ein altes Bildtelefon.
Antike, veraltete Technik. Bildübertragung ist nicht mehr in. Ich glaube, der Bildschirm und die Kamera sind außer Betrieb. Ein ziemlich dicker Typ im roten Overall. Ich glaube, er ist Servicetechniker. Ein dünner Typ im roten Overall. Er sieht wie ein Servicetechniker aus. Hm. Die Türen sind geschlossen. Sie lassen sich nicht von Hand öffnen. Ach, von. Na, lauern wir die mal an. Hallihallo. Wie? Bist du ein Engel? Kommst du, um mich in den Himmel zu bringen? Es hat keinen Zweck, mit George zu sprechen. Seit seiner Überdosis extra cool ist er nicht mehr ganz richtig im Kopf. Ich lass ihn nicht mal mehr den Hammer halten. Hm. Okay. Hi. Was willst du? Wir haben gerade Pause, Süße. Entschuldigung, wie rieche ich? Riechen? Machst du mich an, Süße? Nein. Was? Ich weiß nicht. Sonst bin ich den Frauen egal. Ich wollte nur fragen. Ich möchte keine gute Anmache verpassen. Ich hab dich gefragt, wie ich rieche. Ja, richtig. Wie faulige Pizza und ist das Lachs? Geräuchert. Ja, und einen Hauch von Rum. Ich hatte einen Unfall mit einer Flasche in einem Müllcontainer. Das passiert mir ständig. Du bist also nicht allein. Für sowas treffen sie sich jeden Mittwochabend in der Stadt. Ich habe kein Alkoholproblem. Du willst es dir nicht eingestehen, Süße. Das will keiner. Aber wer riecht denn hier nach Rum? Ich jedenfalls nicht. Zumindest heute nicht. Uff. Uff. Ja, warum arbeitet ihr nicht, Warum arbeitet ihr denn nicht? Wir machen unsere vertragsmäßige Kaffeepause. Ah ja, aber ihr esst ja gar nichts. Wir sind schon fertig mit Essen, aber wir haben noch Pause. Paragraph 16 des Vertrages. Ich zitiere. Unzureichende Verdauung kann zu Schäden bei weiteren arbeitsbezogenen Tätigkeiten führen. Ende des Zitats. Was heißt das? Wir lassen das Essen sacken, Süße. Für die nächsten 3 Stunden. Was? Ihr seid hier, um die Türen zu reparieren? Das stimmt. Aber stattdessen sitzt ihr nur rum. Das stimmt. Und ihr habt nicht vor, schnell wieder an die Arbeit zu gehen. Das stimmt. Das stimmt. Und das stört euch überhaupt nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ich könnte alles zu euch sagen, alles. Das stimmt. Und die Antwort wäre immer... Das stimmt. Das stimmt. Ach, so viel zum Thema Produktivität. Ja, ich weiß, das stimmt. Das stimmt. Was ist das? Wir haben eine schöne Arbeitsmoral, ne? Das ist... on point. Ich hätte auch gerne eine Kaffeepause, beziehungsweise Pause, wo ich sagen kann, ja, ich muss das mal sacken lassen. Dann kann ich weitermachen. Nett? Es wäre furchtbar nett, wenn ihr die Türen reparieren würdet. Und es wäre furchtbar nett, wenn du verschwinden und uns in Ruhe lassen würdest. Gibt es irgendetwas, womit ich euch zurück an die Arbeit bringen kann? Nein. Außer im Notfall werden wir uns in nächster Zeit hier nicht wegbewegen. Wie sieht so ein Notfall denn aus? Jedes mit einem in dreifacher Ausfertigung unterschriebenen Arbeitsauftrag der Gewerkschaft verbundene Ereignis. Was für ein Arbeitsauftrag? Na, ach, du weißt schon. Genießt eure Kaffeepause, Jungs. Bei den Sonntagszuschlägen, die wir kriegen... Darauf kannst du wetten, Süße. Sonntagszuschläge und das... Was ist das Vereinigte nochmal? Bokamba-Mörser-Gewerkschaft. Formular 09042. Kurzfristige taktische Aufhebung der Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder. Der Durchschlag eines alten Arbeitsauftrags. Kann ich das an...
Wieder. Er freut sich. Wegen des Arbeitsauftrags. Ja, welchem denn? Dem für Notfälle. Du meinst den Arbeitsauftrag kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder? Genau den meine ich. Wenn du einen solchen Auftrag mit der richtigen Unterschrift hättest, müssten wir unsere Kaffeepause früher abbrechen. Natürlich nur aus taktischen Gründen. Natürlich. Auf diese Weise können wir unsere Arbeit termingerecht abschließen. Mhm. Ist die Bürokratie nicht was Herrliches? Aber sowas von... Büro was? Weiß vergiss es. Genießt eure Kaffeepause, Jungs. Bürokratie. Bei den Sonntagszuschlägen, die wir kriegen, darauf kannst du wetten, Süße. Bürokratie ist schon was Feines, ne? Das ist der Arbeitsauftrag von letzter Woche. Das war furchtbar. Ich bete jede Nacht, dass wir nie wieder unsere Kaffeepause opfern müssen. Du kannst es behalten. Es macht mich krank, wenn ich das Ding nur sehe. Okay. Ich bin's wieder. Er freut sich wie immer. Wo bekomme ich das Formular für solche Arbeitsaufträge? Was für ein Formular? Das Auftragsformular kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder. Bei jeder offiziellen Stelle, für die wir arbeiten. Genießt eure Kaffeepause, Jungs. Bei den Sonntagszuschlägen, die wir kriegen, darauf kannst du wetten, Süße. Okay. Können wir die darauf ansprechen, oder müssen wir den Auftrag geben? Ich glaube, den Auftrag müssen wir geben. Verzeihung, Madam? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Ich brauche das Auftragsformular Nummer 09042, kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder. Warten Sie hier. Ach, ich... Oh Mann. Bitte schön, Fräulein. Gewerkschaftsformular 09042. Alles klar. Ups. Falsche Taste. Vereinigte Bokamba-Mörser-Gewerkschaft. Formular 09042. Kurzfristige taktische Aufhebung der Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder. Der Arbeitsauftrag ist nicht ausgefüllt. Okay, wie kriege ich den ausgefüllt? Was sagt er denn, wenn ich ihn einfach ihm gebe? Ich sollte diesen Arbeitsauftrag lieber erst ausfüllen. Aber von wem? Ach, von der... Repariert die verdammten Türen. Gezeichnet der Polizeipräsident. So. Jawohl, klar. Das ist für euch. Was ist das? Ach, nur ein kleines Formular. Genannt kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder. Sag das nochmal. Lady, weißt du, was du da getan hast? Du hast... unsere Kaffeepause unterbrochen. Das ist ein offizieller Arbeitsauftrag. Das kann nicht sein. Moment mal. 09042. Das ist aber nicht die 09042-A, oder? Nein. Nur die einfache 09042. Ohne alles.
Heute ist Sonntag. Da ist der Auftrag ungültig. An Feiertagen brauchst du das Formular mit Anhang A. Anhang für Feiertage. Das bringt uns dreifache Zuschläge. Also? Also bleiben wir hier sitzen und machen weiter Pause. Und jetzt verschwinde. Ach ja, Bürokratie ist doch was Feines. Verzeihung, Madame? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Hallo, ich bin wieder da. Bitte einmal das Formular 09042A38. Es tut mir leid, aber ich brauche auch den Anhang zum Formular 09042-A. Den was? 09042-A? Warum zum Teufel haben Sie mich nicht gleich danach gefragt? Weil ich ein nachtragendes Miststück bin und es liebe, Sie zu quälen. Es ist meine Lebensaufgabe, Sie auf ewig zu jagen und mit sinnlosen Anfragen nach Formularen und Dokumenten in den Wahnsinn zu treiben. Warten Sie hier. Das? Eine Bürokratie in a nutshell. Ja. Na gut, Ihr Gewerkschaftsformular Nummer 09042-A. Und das sollte es lieber gewesen sein. Nein, bitte nochmal das ganz langsam und dächtig vorsagen. Danke. 3 Stunden später. Oh, ich liebe es. Was soll das? Das ist echt. Ah. Okay, das ist für dich. Ich hoffe, es ist das Richtige. Warum lässt du uns nicht in Frieden? Hast du nichts Besseres zu tun? Nein. Nein. Hier habt ihr den Arbeitsauftrag auf dem Formular Nummer 09042-A. Die kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder mit dem Anhang für Feiertage. Verdammt, sie hat uns dran gekriegt. George, heb deinen müden Hintern hoch. Dank dieser netten jungen Lady müssen wir uns wieder an die Arbeit machen. Endlich. Wir sind sehr motiviert. Sehr motiviert. Ich weiß nicht, wofür ich die brauche. Sie lassen sich nicht von Hand öffnen. Zumindest tun sie was. Auch wenn sie nur die Schalttafel anstarren. Hi. Verzeihung, Madame? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Trotzdem vielen Dank. Seid ihr bald mit der Arbeit fertig, Jungs? Tja, wer weiß. Das ist gar nicht so einfach, Süße. Schön, dass es dir wieder gut geht, George. Mister, das Flugzeug, das Flugzeug. Zumindest tun sie was. Auch wenn sie nur die Schalttafel anstarren. Warum? Die Türen sind geschlossen. Die Schalttafel ist offen. Es hängen einige Drähte raus. Keine Reaktion. Die Türen sind geschlossen. Halunken erkennt mich. Ich gehe auf keinen Fall wieder nach unten.
Eher lasse ich mich auf einer Bar in einem schwarzen Plastiksack hier herausrollen. Nett. Okay. Die Türen sind geschlossen. Ein Bildtelefon. Bildschirm und Kamera sind kaputt. Ruf dich selbst an, ja genau. Besetzt. Was für eine Überraschung. Ein Bildtelefon. Aber warum? Hey, da ist ein Anruf für dich. Für mich? Wer ist dran? Ich glaube, es hat was mit der Gewerkschaft zu tun. Aus dem Weg, Lady. Nee. Ich komme nicht an die Drähte ran, während die Typen dort arbeiten. Ich muss sie ablenken, um sie von der Schalttafel wegzulocken. Da ist auch ein Anruf für Sie, Sir. Für mich? Mich ruft keiner an. Mit Ausnahme meiner Mami. Ist es meine Mami? Oh. Es könnte durchaus Ihre Mami sein. Oh, danke. Es ist riskant, aber ich könnte versuchen, die Drähte miteinander zu verbinden. Voila! Ich bin ja so gut. Die Schalttafel ist offen. Es hängen einige Drähte. Einer blau und einer rot. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Es wäre durch. Sie können da nicht rein. Zutritt nur für Polizisten. Ich muss sie ablenken. Aber wie? Verzeihung, Madame? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Trotzdem vielen Dank. Ein Werkzeugkasten. Ein Schraubenzieher. Der Servicemann muss ihn liegen gelassen haben. Und hier ist immer gut. Die Schalttafel ist offen. Es hängen einige Drähte raus. Ein magnetisierter Schraubenzieher. Magnetisiert. Die Türen sind geschlossen. Mal sehen, welches Formular ist am schlechtesten zu erreichen? Ah. Der Aufkleber am Regal befiehlt: Melden Sie unfreundliches oder unanständiges Benehmen von Bingo oder BM-Personal Formular 31366. Der Aufkleber am Regal befiehlt: Melden Sie unfreundliches oder... Verzeihung, Madame? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Oh mein Gott. Gut. Hilfe. Beschweren wir uns mal. Ich hätte gern das Beschwerdeformular für unanständiges und unfreundliches Benehmen. Nummer... 31366. Warten Sie hier. Let's go.
und drin. Bingo-Limonade. Ach, April, lauf doch ein bisschen schneller. Danke. Guck. Bingo, die beliebteste Limonade der Welt. Und nach dem verheerenden Limo-Krieg von 2159 auch die einzige Limonade der Welt. Hm. Archiv. Oh nein, das Überwachungssystem würde mir die Augen rösten. Ja, nice. Ich mag meine Klamotten. Billig, aber cool. Angesichts der Tatsache, dass ich mich in einem Polizeirevier befinde, wäre es vernünftig, die Limonade erst zu bezahlen. Ja, gut. Mal sehen. Cola, Zitrone, Limone, Zitrone-Limone, Erdbeer, Erdbeer-Limone, Erdbeer-Cola, Kirsch-Cola. Wirk. Ich bleib beim althergebrachten Bingo. Classic. Langweilig, aber sicher. Pump. Okay, soweit. Umkleideraum. Ich glaube, wir kommen gerade ein bisschen zum blöden Zeitpunkt für den Typen. Sergeant Anthony MacDonald. Sergeant Marty Lode. Sergeant Maria Hernandez. Sergeant Rick Mahoney. Sergeant Russell Franco. Sergeant Frank Minelli. Besetzt. Aber sowas von. Hi, wer ist da drin? Minelli, wer fragt denn? Himmel, ich kenne die Stimme. Was? Wer sind Sie? Nathan Scully. Sergeant Hernandez eher. Sergeant Hernandez. Maria, dem Himmel sei Dank, dass du da bist. Hör zu, ich brauche meine Magenmedizin aus dem Umkleideschrank. Hier ist der Schlüssel. Verdammt. War clever. Sergeant Frank Minelli. Der gerade ein bisschen Problem hat. Ich mag meine Klamotten. Ein Behälter für ein künstliches Auge. Ich denke mal, dass Frankie Boy so ein Ding benutzt. Wenn man ihn anschaut, fällt es kaum auf. Ein Behälter für ein künstliches Auge. Er ist leer, also trägt er es gerade. Magenruh, die schnelle Hilfe, wenn der Magen nicht will. Warte mal. Sergeant Minelli hat die Tür seines Schrankes einmal zu oft zugeworfen. Mann, das bedeutet 7 Jahre Pech. Jetzt habe ich nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, ihn reinzulegen. Hm. Nee, warte mal. Womit kann ich das verwenden? Sergeant Russell Franco. Das klingt so mies. Die Duschen. Natürlich nicht nach Geschlechtern getrennt. Warum auch? Ich könnte eigentlich eine Dusche gebrauchen. Aber nein. Eine Dose Bingo Classic Cola, meine Lieblingscola. Nicht, dass es andere gäbe. Nicht?
Ich habe keinen Hunger. Ach, warte. Nee. Die Duschen. Natürlich nicht nach Geschlechtern getrennt. Eine Limonade reicht. Okay, aber wie verwenden wir das jetzt? Und er drückt immer noch. Ein Behälter für ein künstliches Auge. Er ist leer, also trägt er es gerade. Nee. Warte mal. Nee. Hallo? Maria, hast du meine Medizin? Klar, ich hab sie hier. Gut. Schieb sie mir bitte unter der Tür durch. Machst du das? Beeil dich! Minelli ist da drin. Moment. Magenruh. Die schnelle Hilfe, wenn der Magen nicht will. Igitt. War da nicht ein Sprung? Ah. Ja. Eine lose Scherbe vom Spiegel. Ich muss beim Entfernen der Scherbe sehr vorsichtig sein. Etwa so. Ich muss aufpassen, wenn ich die Scherbe trage. Okay. Archiveinwahl. F. Minelli. Passwort, Geburtstag der Ehefrau. Ganz schön clever. Ein echter Sicherheitsmagier. Okay. Hallo? Maria, also, hast du meine Medizin? Vielleicht mal ein bisschen Ausfrage wegen Geburtstag. Ja, ich hab sie hier. Gut, schieb sie mir bitte unter der Tür durch. Machst du das? Beeil dich! Muss ich? Ja. Oh, dem Himmel sei Dank! Prost. Reicht doch. Wie geht's dir? Besser. Etwas besser. Das habe ich gebraucht. Dieses Medikament räumt so richtig im System auf, weißt du? Es beschleunigt den natürlichen Vorgang. Keine weiteren Details nötig, Sir. Danke, Maria. Hä? Bist du erkältet?
Du hörst dich so anders an. Ja, eine Erkältung oder ich hab irgendwas. Ja, klar. Wie geht es deiner Frau? Warum fragst du? Ich glaube nicht, dass du... Verdammt, Maria! Wir haben doch darüber gesprochen. Ich sagte dir, kannst du es nicht einfach vergessen? Oh, sicher. Tut mir leid. Fiel mir nur so ein. Bitte nicht, Maria. Du weißt doch, wie es ist. Klar? Wegen deiner Frau. Verdammt, Maria! Ich sitze auf dem Klo! Ich hab nur gedacht, vielleicht sollte ich ihr ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Was meinst du? Bist du verrückt? Bist du völlig durchgedreht? Hast du eine Ahnung, was du da tust? Einfach nur nett sein. Nett? Willst du, dass mich Laura aus meiner eigenen Wohnung wirft? Willst du, dass mich meine Frau morgen aus der Wohnung wirft? Morgen? Deine Frau hat morgen Geburtstag? Ha. Du kaufst dir kein Geschenk, Maria. Du solltest nicht einmal daran denken. Das wäre ein sehr großer Fehler, du Schnee. Okay, Boss, du bist der Boss. Nenn mich nicht Boss. Und könntest du mich jetzt bitte allein lassen? Mir ist nicht zum Plaudern zumute, verdammt nochmal. Ich sitze auf dem Klo. Aber das ist gerade die beste Möglichkeit. Ich muss gehen, Minelli. Danke für deine Hilfe, Maria. Verdammt! Ich glaube, ich bin allergisch gegen die verdammte Medizin. Oh, hoppla! So ein Mist! Mein Auge! Schnapp dir! Ich schleiß mir mal, ne? Hey, lass mein Auge liegen! Da bist du ja! Zurück an deinen Platz! Haben wir es jetzt? Ne, wir haben es doch nicht. So ein Mist! Mein Auge! Ah. Hey, lass mein Auge liegen! Hey, lass mein Auge liegen! Da bist du ja! Zurück an deinen Platz! Wie können wir machen, dass er... Wir haben doch hier Licht. Das müssen wir irgendwie... Mist, mein Auge! Kann man denn hier Licht ausschalten? Ah! Ein Lichtschalter. Na, perfekt. Da bist du ja. Zurück an deinen Platz. So ein Mist! Mein Auge! Tschüss! Da bist du ja! Zurück an deinen Platz! Was ist das denn? Ich sehe alles rot! Ich habe einen Anfall! Maria! Maria! Hol schnell den Arzt! Ich sehe rot! Frank Minellis künstliches Auge. Ich hab's mir nur ausgeliehen. Er bekommt es wieder. Er sieht rot. Alter Falter. Ja, schön. Und jetzt rein. Ach du Kacke. Speichern? Wenn ein antiker Drucker. Moment, muss gerade mal neu laden. Wenn ich mich recht an meinen Unterricht in Computergeschichte erinnere, nennt man dieses Teil Nadeldrucker. Die hatte man, glaube ich, im 18. Jahrhundert oder so.
Nein, im 20. April. Ein Computer aus der Steinzeit. Sowas habe ich außerhalb von Museen noch nie gesehen. Ein Wunder, dass er noch funktioniert und seinen Dienst versieht. Hi, ich bin Frank Minelli und ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen. Wie immer. Ich liebe meine Frau Laura und sie hat am 31. dieses Monats Geburtstag. Das heißt Laura 0731. Bitte, bitte. Oh ja, ich bin ja so gut. Schon wieder. Jetzt, wonach soll ich suchen? Willkommen im elektronischen Archiv der Polizei von Newport. Sämtliche Aktivitäten werden überwacht und registriert. Ihre Aktivitäten können vom Büro für innere Angelegenheiten gegen Sie verwendet werden. Hallo, Merli. Der Gebrauch dieser Einrichtung zu nicht abteilungsbezogenen Zwecken ist illegal. Wir haben aktuell noch immer Nadeldrucker für die Eintrittskarte im Kino. Sind einfach schneller und günstiger als dieses Terrorpapierzeugs. Das sind eigentlich aktuell 20. bis 21. Jahrhundert. Also nicht 18. Warrens Schwester. Bitte, bitte, lass da was sein. Beide Informationen verfügbar. Toll. Ich will nur überprüfen, ob hier nicht irgendwas über einen Haftbefehl gegen mich steht. Puh, aber Glück gehabt. Voltaire-Kirche? Hinter der Voltaire-Kirche von Stark stecken die Neuerer. Also müssen irgendwo noch Informationen verfügbar sein. Revolutionskirche, die eingetragenes Warnzeichen von The Revolutionary Church Holdings. Als religiöse Bewegung gemäß Manu Memorandum 093.01 am 01.01.2113 eingetragen. Informationen gemäß Gesetz zur Geheimhaltung religiöser Daten, Manu.Memorandum 093.42 geschützt und geheim. Sämtliche Anfragen sind an die Revolutionskirche zu richten. Kontaktperson: Weißer Kardinal Jacob McAllen. Jacob McAllen. Weißer Kardinal? Was hat das zu bedeuten? Ich sollte mir den Namen merken, er könnte wichtig sein. Okay. Wir suchen mal nach dem. Der sogenannte Weiße Kardinal. Wer mag das sein? Sehen wir gleich. Gegenstand, geheim. Die Anfrage ist registriert worden. Benutzer... Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, wir machen mal ein Foto. Na komm. Wenn wir den Code haben. Okay. Ich habe gerade meinen Notizblock nicht da. Jacob McAllen, April Ryan, Voltaire-Kirche, das war die Revolutionskirche. Neuerer? Es ist weit hergeholt, aber...
Alles klar. Warren. Warren Franklin Hughes, Decknamen Feuerechse, Terminator Boy. Sie, geboren am 29.08.2095. Vater, Alice Hughes, verstorben. Mutter, Simone Paris, verstorben. Geschwister, Erica Hughes. Adresse unbekannt, Ausweisnummer unbekannt, Ansprechpartner unbekannt. Gesucht wegen Call 01. Nichtbefolgung der Kolonisierungsrichtlinien. 23.11.08. In Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen gesucht. Fall bla bla bla. Also wegen drei Fällen. Wegen mutwilliger Zerstörung öffentlichen Eigentums zum Verhör gesucht. Warrens Schwester. Und das ist ihre Kolonistennummer. Die sollte ich mir merken. Ich brauche sie bestimmt noch. Dann ist sie leider verstorben. Ich glaube, ich brauche nicht noch mehr von Warrens Sündenregister zu sehen. Er war recht aktiv. Schade. Na gut. Ja, such mal danach. Das ist mein einziger Hinweis. Wenn jetzt nichts kommt, habe ich Pech gehabt. Oh. Erica Trey, geboren am 9.12.2200. Weil der Teil ist verstorben. Warren, Geschwister? Adresse Bokama, Mercer, Primo, Büro des Verwalters. Then Lieutenant Carol Drake. Ausweisnummer, bla bla bla. Anwaltsprecher Carol Drake. Nach dem Tod der Eltern am 1.4.2200 von Lieutenant Carol Drake, bla bla, adoptiert. Ja, ich dachte. Das ist mein einziger Hinweis. Wenn jetzt nichts kommt, habe ich Pech gehabt. Nicht, Na, warte mal. Ich werde nur ein paar kleine Änderungen vornehmen. Nichts Größeres. Mal sehen, was da macht. Das ist schon besser. Beängstigend, wie leicht man einen Heiligen produzieren kann. Das ist wirklich beängstigend. Vom Kolonisationsvertrag befreit. Keine Vorstrafen. Okay. Das ist mein einziger Hinweis. Wenn jetzt nichts kommt, habe ich Pech gehabt. Kann man nicht löschen? Warum? Ich mache lieber einen Ausdruck davon für Warren. Ja. Kennt man ja. Warte mal, ich lade nochmal. Ja. Drucken. Bis ich sein Sündenregister etwas aktualisiert habe, brauche ich es nicht auszudrucken. Okay. Ich werde nur ein paar kleine Änderungen vornehmen. Dann drucken nichts wir es Größeres. Aus. Dann drucken wir das aus, dann, ja. Das ist schon besser. Beängstigend, wie leicht man einen Heiligen produzieren kann. Okay. Gucken. Die Sache läuft. Und wo war jetzt der Drucker? Direkt nebenan.
Okay, Das ist mein einziger Hinweis. Wenn jetzt nichts kommt, habe ich Pech gehabt. Na, drucken wir das mal aus gleich. Hat schon einen Grund, warum wir... Ich mache lieber einen Ausdruck davon für Warren. Okay, löschen. Wir können nur drücken und dann wieder zurück. Und... Können wir das löschen? Das sollte reichen. Ausdruck nehmen. Ein altes Computerterminal. Okay, jetzt haben wir die beiden Ausdrücke. Ein Ausdruck aller Informationen, die Warren über sich und seine Schwester haben wollte. Okay. Ich sollte erst verschwinden, wenn ich alle Informationen habe, die ich brauche. Ich sollte auch versuchen, Informationen über die Neuere zu drucken. Finden. Drucken. Alles klar. Ja, da. Voltec-Kirche. Hinter der Voltec-Kirche von... Jacob McAllen. Zurück. Ja. Der sogenannte Weib. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will nur überprüfen, ob hier. Neuerer, ne? Achso, wir haben ja das. Der sogenannte. Ich weiß nicht, was das ist. Wir haben doch schon alle Infos, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Ah. Nee. Ah, hier, Kontrollfeld. Was ist das überhaupt? Ein Kontrollfeld mit einer merkwürdigen Tastatur. Ah, das sieht doch nicht bekannt aus. Da habe ich doch ein Foto gemacht von dem Code. Okay, warte mal. Das ist... Der. Dann der. Und der. Ah. Hey, er sucht wahrscheinlich die Akte raus, wa? Mhm. Hier drin ist nichts. Oh, außer einem winzigen Datenwürfel. Na toll. Ein winziger Datenwürfel mit einer unbekannten Schnittstelle.
lässt sich auf unserem Hausbildschirm wohl nicht abspielen. Ja. Ja, doch, eigentlich schon. Raus hier. War schon wieder Kaffeepause? Oh, nee, das wäre anders. Der Aufkleber am Regal befiehlt: Melden Sie unfreundliches oder unanständiges Benehmen von Bingo oder BM-Personal. Verzeihung, Madam? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Nix. Trotzdem vielen Dank. Ich glaube, wir können verschwinden. Okay. Zuverlässiger und landliebiger. Weitergehen. Nichts zu sehen. Gehen Sie weiter, Madam. Ich will aber das haben. Verdammter Staub. Digga, Handy wieder beiseite. Okay, ist ja gut. Wie kommt man denn da dran? Die eine Graf-Steuerung haben. Warte mal. Kann sie mir das... Okay. Das war's. Ah, hier. Ach, die U-Bahn. Ich will gar nicht wissen, was er da tut. Ich auch nicht. So, bevor wir zu Warren gehen, muss ich erstmal kurz mal weg. Bin gleich wieder da. Zeitreise! Woo! Zeitreisen, Triebelement, jawohl. So. Hi, Warren. Wie hat es geklappt? Hast du die Information? Lebt meine Schwester noch? Es war nicht leicht, aber ich habe es geschafft. Deiner Schwester geht's gut. Und wegen der Polizei und den Firmentypen brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Das ist großartig. Das ist... Ich danke dir. Ehrlich. Und du hast die Information für mich? Klar, hier sind sie. Hör zu, Warren. Deine Eltern... Sie sind tot. Aber deine Schwester lebt. Sie wurde von einer Frau namens Drake adoptiert. Einem Lieutenant der Bokamba Mercer Corporation. Meine Schwester als Firmenbrut? Und meine Eltern... Weißt du, das sollte jetzt wehtun, aber ich fühle nichts. Meine Eltern haben mich schon vor langer Zeit verlassen. Aber meine Schwester... Ich muss sie finden. Du wirst sie bestimmt finden, Warren. Wie ich sehe, hast du meine Akte gesäubert. Das ist gut. Ich war mir nicht sicher, ob du das schaffen würdest. Kein Problem. Ich kenne mich ganz gut mit Computern aus. Also, was kann ich für dich tun, Schwester? Kannst du mich jetzt mit deinem Freund zusammenbringen? Ja, damit du deine Informationen bekommst, richtig? Wird gemacht. Fahr bis zu den Newport Docks, dem Hafen im Außenbezirk. Die Gegend ist verlassen, seit für den Güterverkehr keine Schiffe mehr verwendet werden.
Lauf durch die Werft, bis du zu einer großen Garage kommst. Mhm. Du kannst sie nicht verfehlen. Draußen sind große Röhren. Klopf dreimal ans Tor und sag Flipper Burns. Der Typ ist komisch. Kümmere dich nicht um seine Sprüche. Sag Flipper, dass ich dich schicke. Ich werde ihn anrufen und ihm sagen, dass du kommst. Er müsste dir mit den meisten Dingen, die du wissen willst, helfen können, okay? Klar. Danke dir. Wiedersehen, Warren. Ja, viel Glück, Schwester. Dann mal los zu den Docks. Let's go to the Docks. Let's go to the Docks. Ah, die alte Dame ist auch wieder da. Und jetzt wieder weg. Jetzt wieder da. Ah. Speichern. Boing. 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 Ist immer noch da. Ist immer noch da. Immer noch. Okay. Fahren wir zu den Docks. Let's go. Oh. Okay. Ganz schön, okay, gehen wir da oben. Frachtcontainer. 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 Genau. Nach unten. Oh. Frachtcontainer. Garage. Auto. Na komm, ein bisschen schneller hier. Hey, cool. Ein 2032er Camaro. Im Top-Zustand. Benzinfressende Autos waren meine geheime Leidenschaft, bis ich 13 wurde. Sie haben viel mehr Spaß gemacht als Jungs. Tun sie eigentlich noch? Okay, ab mit dir. Vielen Dank, dass du mich angefasst hast. Das hat mich elektrisch aufgeladen. Jeder weitere körperliche Kontakt wird durch einen starken Stromschlag geahndet. Oh-oh, es beißt. Oh-oh, es beißt. Ein 2032er Camaro. Er ist mindestens eine Viertelmillion wert. Wer lässt so ein Auto bloß hier stehen? Ab die Garage. Ja, sehr. Okay. Ja, ist die einzige Möglichkeit. Okay. Eine Maschine. Industriefarbschüttler von MTI. Eine Maschine, um Farbe umzurühren. Wie nostalgisch. Ach, dreimal war das, ne? Wo es eine Lüftungsanlage gibt, da gibt es Leben. Ah ja, relativ. Müll. Teurer Müll. Aber immer noch Müll. Müll, 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 Müll. Teurer Müll. Selbst wenn ich mich durch dieses Loch quetschen könnte, will ich nicht nach ein paar Metern stecken bleiben und verhungern. Nein. Du hältst dich unbefugt hier auf. Du musst jetzt gehen. Gleich. Wo kam das denn her? Oh. Ich bin April Ryan, eine Freundin von Warren. Ich kenne niemanden namens Ryan, also warum verschwindest du nicht einfach? Warren hat dich wegen mir angerufen. Warren Hughes. Du kennst ihn doch. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst verschwinden? Schon, aber... Also hau endlich ab! Red ich vielleicht Chinesisch? Verdammt normal, hau ab, sollte eigentlich für eine Schlampe mir nicht verständlich genug sein.
Ich bin keine Schlampe. Ah, also bist du so ein Bandenflittchen-Baby. Die sind auch nichts mehr wert. Und jetzt verzieh dich zu deiner Bande. Hau endlich ab! Nein, nein, ich bin... Ein Firmenspion. Spionagehexen erkenne ich überall. Auch nicht. Ich bin sauber, keine komischen Sachen. Ich habe die Firmenzulassung seit 2 Wochen und ich empfange Besucher nur nach Voranmeldung. Also ruf mich an. Könntest du vielleicht mal eine Sekunde die Klappe halten? Tisch ab! Ich bin April Ryan. Ich bin eine Freundin von Warren, der dein Freund ist und der dich vor kurzem angerufen hat, um einen Gefallen einzufordern. Na, fällt der Groschen? Groschen? Klar fällt er, aber nicht so, wie du willst. Glaubst du, ich bin von gestern? Satellitenunterhaltungen abhören, steht das auch im Handbuch für gute Firmenüberwachung? Spione unterschätzen den Flipper immer. Ihr meint wohl, ich beiße an, wenn ihr eine Frau in engen Hosen seht. Da täuscht ihr euch. Weißt du, wenn ich das Schicksal zweier Welten auf meinen Schultern lasten würde, würde ich dir sagen, fahr zur Hölle. Du kannst mich mal, Baby, du kannst mich wirklich mal. Oh, bist du ein Idiot. Hör zu, wenn ich hier wäre, um dich zu verhaften, hätte ich vielleicht Verstärkung mitgebracht, hä? Der Punkt geht an dich, April Ryan. Meine Leitung mit Warren war sowieso verschlüsselt. Das kann keiner entschlüsseln, es sei denn, man ist der Flipper. Was redest du da? Du wusstest also die ganze Zeit, wer ich bin? Bist du ein Psychopath oder was? Sicher, Süße. Warte. Oh Gott. Hallo? Ja, ich bin gleich da. Hallo? Ja, ich bin gleich da. Sicher? Hallo? Ja, ich bin gleich da. Hallo? Ja, ich bin gleich da. Ein Industriefarbschüttler. Geh mal rein. Ja, ich bin gleich da. Sicherheitskameras. Okay. Sie sieht nicht besonders sicher aus. In die Grube. Ja. Ein Mischmasch aus alter und neuer Computer-Hardware. Okay. Der Flipper. Ein Typ in einem Schwebestuhl. Das muss Flipper Burns sein. Hallo, bist du Burns? Ja, kleinen Moment, Baby. Warte, ich bin sofort da. Okay. Wie bist du hier runtergekommen? Wer zum Teufel bist du? Ich hab geklopft. Du hast mich reingelassen. Wir haben vor ein paar Minuten miteinander gesprochen. Warrens Freundin, April. Warren wer? Ich kenne keinen Warren. Das muss Feuerhexe sein. Er ist ein guter Lieferant, der Flipper mag ihn. Mag ihn sehr. Ist er dein Freund? Seid ihr zusammen? Na klar, ich gehe nur mit 15-Jährigen aus. Egal, was zum Henker willst du? Was ist mit deinen Beinen passiert? Himmel, willst du mich veräppeln? Meine verdammten Beine, wie? Du willst es wirklich wissen? Natürlich. Ich würde nicht fragen, wenn ich es nicht wissen wollte. Wer meine Beine auf dem Gewissen hat? Das sage ich dir nur, wenn du mir eine Frage beantwortest. Oh oh. Klar. Bist du noch Jungfrau? Was? Ich rede erst, wenn du meine Frage beantwortet hast. Ich bin noch Jungfrau. Siehst es doch! Und ich habe meine Beine bei einem Jagdunfall verloren. Vom Moskito abgebissen. Verdammtes Mistvieh. Wirklich? Nein, ich habe dich nur wieder veräppelt. Oh Gott. Macht dir wohl viel Spaß, Blödmann. Oh, aua, sie beißt. Hey, du hast ja Zähne, Süße. Komm, gib's mir. Alter, Pinnei. Was ist das hier für ein Ort?
Das ist die Flipper-Boutique, Mademoiselle. Ich verkaufe alles. Von Joy-Chips und Pornowürfeln, nur Hardcore und illegal, was sonst. Bis hin zu Satelliten und Generatoren. Was ich nicht hier habe, kann ich dir besorgen. Aber du bist hier nicht im Supermarkt. Das hier kostet dich viel Kohle, jede Menge Kohle. Könntest du eine Neutronenbombe gebrauchen? Ich habe gerade eine auf Lager. Ich lasse sie dir für schlappe 100 Millionen. Interessiert? Sicher, lass mich nur kurz mein Konto überprüfen. Nein, natürlich nicht. Bist du verrückt? Ich weiß, dass du es bist. Aber was ist mit mir? Hallo Steffi. RIP Steam Store. Oh Gott. Ist er wieder platt, oder wie? Uff. Ich brauche einige Informationen. Dann geh doch in die verdammte Bibliothek oder such dir ein Orakel. Der Flipper kann dir nicht helfen. Zu schade. Warren hat sich wohl in dir geirrt. Ja. Hey, was? Wieso hat er sich in mir geirrt? Dass du in jeder Art von Informationsbeschaffung der Beste wärst. Ich fürchte, du kannst mir nicht helfen. Verdammt, klar bin ich der Beste. Der Beste, den es je gab. Besser als Schokolade. Ich bin der König der Datenströme, der Datenkaiser, Baby. Was für Informationen brauchst du denn? Yep, alle wollen Sons of the Forest haben. Eieieiei. Stimmt, das kommt ja heute. Kommt, müsste eigentlich schon freigeschaltet sein, ne? Auch noch holen. Ich brauche Informationen über einen Typ namens Jacob McAllen und eine Organisation, die sich Neuerer oder Voltec-Kirche nennt. Das hört sich aber nicht gut an, Voltec und dieser Mist. Die haben Sicherheitskräfte und mischen ganz oben mit. Hast du nichts Konkreteres als die Namen? Wovon redest du? Details! Wir brauchen Details, Lady! Da draußen gibt es ein Riesenmeer an Infos. Ich muss doch wissen, auf was ich mich konzentrieren soll. Ja, 28,99. Geht fein vom Preis her. Ja. Aber kaufen? Nee. Das ist natürlich doof. Ich brauche Informationen über einen Typ namens Jacob McAllen und eine Organisation, die sich Neuerer oder die Voltec-Kirche nennt. Ich brauche Details, Lady. Du bist verrückt. Du doch auch. Vielen Dank für deine Hilfe, Flipper. Ich bin der Flipper, der Flipper. Nenn mich Burns, ja? Bis bald. Okay, das war nicht sehr hilfreich. Der Datenbürger. Hey, Burns! Bin sofort da! Ja, Mann! Auch eine bekannte Stimme. Ich habe diesen Datenwürfel aus dem Polizeiarchiv. Ja und? Was ist drauf? Du hast nach Details gefragt? Das Ding hat Details, jede Menge, hoffe ich. Und du erwartest, dass ich das Ding für dich auswerte, die wichtigen Infos finde, ins tiefe Meer der Sicherheitscodes abtauche und dort die Infos raushole, die du haben willst? Natürlich. Würdest du das tun? Bitte. Mist, du bist so niedlich. Aber wenn du nicht Warrens kleines Spielzeug wärst, hätte ich dich schon rausgeschmissen. Okay, gib schon her und warte hier. Okay. Dann mal los, Junge. Cheers. Weißt du, worauf du dich da einlässt? Die Typen sind so ziemlich das Brutalste, was man sich vorstellen kann. Aber gutes Zeug, wertvolle Infos. Komm, ich zeig's dir, Schätzchen. Du wusstest schon, was du tust, als du das hier zum Flipper gebracht hast. Also, was kannst du mir über die Neuerer erzählen?
Steht da drin, wo man sie findet oder wie man an ihre Daten herankommt? Mist, gehst du nicht etwas blauäugig an die Sache heran? Beruhig dich erstmal. Ich erzähl dir, was du wissen musst, aber sieh dir erst diese Aufzeichnung an. Geh zum Bildschirm, ich werde es für dich abspielen, okay? Wo ist der Fahrstuhl? Der ist gerade außer Betrieb. Er ist da unten, aber kommt gerade. Zumachen müssen wir in ein neues Zeitalter des Erbarmens, der Partnerschaft und des Vertrauens aufbrechen. Ein Zeitalter des Reichtums und der Ausdehnung. Ein goldenes Zeitalter. Wir müssen eine Zukunft für uns und unsere Kinder und deren Kinder schaffen, damit sie den gegnerischen Kräften widerstehen können. Wir werden siegen. Die Voltec-Kirche wurde geschaffen, um das Geistige wieder in unser Leben und in unsere Welt zu bringen. Geistlichkeit und Wissen. Unsere Feinde haben die Wahrheit so lange unterdrückt. Wir können nicht mehr untätig zusehen, wie sie ihre Lügen auf diesem Planeten verbreiten. Wir schlagen zurück. Wir müssen uns bewaffnen und uns gegen die Unterdrücker verteidigen. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ihr auch nicht, das weiß ich. Aber einmal kommt die Zeit, wenn alle Menschen ihre Pflicht tun müssen, um ihren Glauben zu schützen. Diese Zeit ist nun gekommen. Unsere Zeit ist gekommen. Ja. Danke für den Follow! Nee. Wir werden alles tun, um unsere Familie zu schützen. Wir werden alles tun, um unseren Glauben gegen die Ketzer zu verteidigen. Wir werden sogar Krieg führen, wenn es nötig ist. Wer war das? Er wirkt ungeheuer charismatisch, aber kalt. Was denkst du? Unser Freund Jacob McAllen ist der Obermotz der Voltec-Kirche. Oder der Neuerer, wenn du so willst. Nicht der friedliebende Philosoph, als der er sich ausgibt. Offensichtlich ein Hitler-Komplex, ein echter Faschist. Das ist ganz gefährliches Zeug. Ich find's aufregend. Aber ich dachte, die Voltec-Kirche wäre eine friedliche Religion, die sich nur der Meditation und Philosophie widmet. Das glaubst du. Und das glauben 20 Millionen andere, Lady. Aber es ist ganz einfach die Wahrheit. Da, sieh es dir nochmal auf dem Bildschirm an. Wer ist das? Ein Typ namens Gordon Holloway. Ziemlich übler Bursche. Ist die rechte Hand von McAllen und führt die Geheimoperation der Neuerer durch. Dieser Datenwürfel ist eine echte Goldgrube. Die Neuerer haben eine Bande von Agenten, die sie in Tanks züchten. Der Fortschritt ihrer Gentechnologie stellt alles in den Schatten, was ich bisher gesehen habe. Soweit ich verstanden habe, kämpfen die Neuerer gegen einen Feind, den sie die Väter oder die Wächter nennen. Das scheinen die Guten zu sein, wenn sie gegen solche Typen sind. Egal, dieser Gordon sollte eigentlich irgendeinen religiösen Dienst für die Wächter übernehmen. Er ist sowas wie der Dalai Lama. Aber die Neuerer haben ihn geschnappt, bevor er bereit war, und haben irgendwelche Experimente mit seinen Kräften durchgeführt. Ich halte dieses spirituelle Zeug ja für Mist. Aber sowohl die Neuerer als auch die Wächter glauben, dass dieser Typ über Kräfte verfügt, die ihn sehr wichtig machen. Wenn ihn die Neuerer also haben, ist das ziemlich schlimm. Welche Experimente haben Sie an dem Kind durchgeführt? Ja, merkwürdige Sachen. Sie versuchen, seine Kräfte zu steuern. Sie haben alles daran gesetzt und dabei das Kind kaputt gemacht. Sie haben den Jungen in zwei Hälften zerrissen, in eine rein logische und eine rein chaotische Hälfte. Hör zu, dieser Gordon ist eiskalt wie eine Hundeschnauze, also halt dich von ihm fern. Diesen Unterlagen zufolge bringt er jemanden schon um, wenn er nur in seine Richtung hustet. Na nett. Er steuert die dunkle Seite der Voltec-Kirche und er wird die Kirche übernehmen, wenn der gute alte McAllen das Zeitliche segnet. Und das kann dauern mit der Technologie, die den Typen zur Verfügung steht. Wie ist es möglich, dass die Polizei so viele Informationen über die Neuerer gesammelt hat, aber nichts gegen sie unternimmt? Keine Ahnung, vielleicht wollen sie was gegen die Typen in der Hand haben, wenn es richtig losgeht. Und vielleicht sind die Infos auch im System verloren gegangen. Tatsache ist, dass wir nicht sicher sind, solange diese Typen frei rumlaufen. Keiner von uns. Also bleibt nirgendwo länger als unbedingt nötig, okay? Das sind also die bösen Buben. Und ich sollte mich von ihnen fernhalten. Davon abgesehen,
Wo haben die Neuerer denn ihre Zentrale? Du bist entweder sehr mutig oder sehr dumm, Süße. Aber egal was, du dürftest dir nicht verraten. Warum? Weil ich eine Frau bin und nicht auf mich aufpassen kann? Nein, weil jeder, der sich mit diesen Typen anlegt, mit einer Kugel im Kopf endet. Oder schlimmer. Das Risiko gehe ich ein. Mist, weißt du, ich bin der Flipper. Der Flipper! Damit will ich nichts zu tun haben, klar? Ich will nur verkaufen und Gewinn machen. Was soll das, Detektivspielchen? Warum tust du das? Das ist eine sehr lange Geschichte. Vielleicht ein andermal, ja? Ich brauche die Informationen wirklich, Flipper. Okay, schon gut, ich hab's begriffen. Die Kirche hat verschiedene inoffizielle Zentralen, aber die sind alle unwichtig. Sie sind nur Tarnung. In dem Ordner von dir steht keine Adresse, aber ich bin mal kurz ein paar Online-Berichte durchgegangen und habe entdeckt, dass die Voltec, die Neuerer, mit einer sehr großen Firma verbunden sind. Mit welcher denn? MTI, Melcher Technologies Incorporated, fast so groß wie Bocamba Mercer. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Anscheinend sind die Führer der Neuerer auch die Chefs von MTI. Irgendwie lustig. Ich habe mit MTI noch ein ziemlich großes Hühnchen zu rupfen. Und das ist die Chance, sie heimzuzahlen. Wie passend. Was heißt das? MTI wird von den Neuerern geleitet? Das heißt, in der Firmenzentrale von MTI wirst du auch die Elite der Neuerer finden. Und weißt du, wo die MTI-Zentrale liegt? Ich bin der Flipper! Was hältst du von mir? Mist, beantwortet das ja nicht. Grandel Avenue. Keine Ahnung, wo die liegt. Du weißt nicht, wo die Grandel Avenue liegt? Du nimmst mich auf den Arm. Das ist die beste Adresse von Newport. Da leben nur die oberen 10.000 in Wohnungen für hunderte Millionen Dollar. Bonzenviertel. Wie komme ich da hin? Sorry, Lady, da gehören wir nicht hin und da kommt man auch nicht rein. Um zur Grandel Avenue zu kommen, braucht man einen sauberen Ausweis für die oberste Ebene. Und den hast du nicht, tut mir leid. Der Aufzug ist so ein Unfall. Okay. Hey, nochmal. Vielen Dank für das Follow. da wollen wir zwischen kurz reinkommen, wo ein komischer Typ, ja. Ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber. Wenn man schon so einen Satz anfängt, dann ist es eigentlich. Das hat was von Cyberpunk. Okay. Ein Mischmasch aus alter und neuer Computer-Hardware. Das hat was von Cyberpunk. Yep. Okay, was haben wir denn noch? Oder können wir jetzt schon gehen? Warte mal. Hey, Burns! Bin sofort da! Was lustigerweise auch stimmt. Was ist denn? Könntest du mir einen gefälschten Ausweis besorgen? Warum willst du das wissen? Wie komme ich sonst zur Grandel Avenue? Hey, leg dich ja nicht mit den bekloppten Neuerern an. Die beißen sich an dir fest und lassen dich nicht in Ruhe. Wie diese Kampfhunde. Wie Pitbull Terrier? Genau, ganz übel, die Biester, übel. Können wir über den gefälschten Ausweis sprechen, den ich brauche? Baby, das kostet dich eine Stange Geld. Tut mir leid, Freundin eines Freundes. Das wird nicht billig. Vergiss es lieber. Lass das meine Sorge sein. Wie viel kostet es? Ich habe etwa 300 Dollar. Reicht nicht. Versuch's mal mit 20.000. Tut mir leid, kleine Frau. Gefälschte Ausweise sind teuer. Ich muss einen besonderen Schlüssel besorgen. Ich brauche eine genehmigte Blankokarte. Das Zeug ist nicht billig. Selbst wenn ich meinen Gewinn abziehe, was ich für eine Freundin von Warren vielleicht machen würde, bleiben immer noch 15.000 Dollar. Könntest du dir für einen gefälschten Ausweis auch eine andere Bezahlung vorstellen? Tut mir leid, Süße, aber das Bedürfnis hat sich mit meinen Beinen verabschiedet. Nein, doch nicht sowas. Mehr sowas wie ein Gefallen. Oder brauchst du etwas Bestimmtes? Ich glaube nicht. Ich brauche nichts. Hey!
Vielleicht doch. Mist, das nimmt mich jedes Mal mit. Was ist mit deinem Stuhl los? Was ist denn mit deinem Stuhl los? Die Antigravsteuerung ist kaputt. In ein paar Tagen ist sie ganz hinüber, aber ich hoffe, dass mir ein guter Kumpel bis dahin eine neue besorgen kann. Wenn ich dir eine neue Antigravsteuerung besorge, kriege ich dafür den gefälschten Ausweis? Wenn du eine gute findest, die noch funktioniert und die mehr als 200 Kilo tragen kann? Hey, klar! Du musst nur noch eine finden. Danke. Sicher! Ich wüsste, wo ich eine kriegen würde, aber... Wie komme ich dran? Nein, mir reicht's. Nein, mir reicht's. Ich kann keinen Müll mehr sehen. Okay. Das war schon Müll genug. Okay, dann nochmal zurück zum Polizeirevier. Okay, vor dem Polizeirevier. Vor dem, ja, genau. Da müssen wir irgendwie die Steuerung kriegen. Nein, nach unten. Aber ich komm mal dran. Ganz wild. So, wie war das? Ach, die alte Dame ist auch wieder da. Sind wir noch da? Jetzt weg. Wieder da. Metro West war das, genau. Müllhammer ist fort. Ein Müllcontainer. Und fast leer. Bis auf ein paar klebrige alte Zeitungen und Flaschen. Ja, das brauchen wir. Da brauchen wir die Steuerung, ja? Weitergehen! Nichts zu sehen! Gehen Sie weiter, Madam! Will ich aber nicht. Verdammter Staub! Er lädt danach. Verdammter Staub! Geschichte! Staub! Warte mal, vielleicht hilft Ihnen ja eine Limonade. Das lockt den Polizisten nicht von seinem Posten. Ich muss mir was Besseres einfallen lassen. Heute den guten Samariter zu spielen wäre ehrbar. Würde mir aber nicht helfen, die Welt zu retten. Okay, also... Mission 5. So, wir haben einen geflötet und der merkt, mir ist es egal. Ha. Also die Dose allein wird wohl nichts bringen. Warte mal. Da war doch so ein Schüttler bei dem Flipper. Das würde für die Dose was bringen. Ja. Okay, nochmal zurück. Dose durchschütteln. Obwohl es eigentlich lustiger wäre, wenn es logischer wäre, wenn man das selbst machen würde, aber macht ja nicht.
dann wieder hier hin. Oben. Bauhof. Das ist mir nicht Feuer eingefallen. Ich bin auf dem Hof. Ich hab's gesehen, aber so. Na komm. Ein bisschen mehr Gas hier. Mal durchschütteln. Ich denke, das reicht. Das ist flüchtiges Zeug. Ich muss es möglichst schnell loswerden. Dann nix wie zum Polizisten. April, go! Go, go, Power April! Was? So, nach unten. Nach unten meine ich. Hallo, nicht nach oben. Wo bin ich hier? Ach, da, okay. Komische Strecke, die läuft hier. Oh oh. Oh oh. Schnell! Möchten Sie eine kühle Limonade, Wachtmeister, um den Staub runterzuspülen? Vielen Dank, Madam. Upsi. Verdammt. Verflucht nochmal, ich muss sofort zum Servicebüro, bevor mein Anzug kurz schließt. Ich komme mir so schlecht vor. Und ich liebe es. Ich komme mir so schlecht vor und ich liebe es. Okay. Wie komme ich jetzt an den Zaun? Ich kann nicht durch den Zaun, ohne Alarm auszulösen. Oder Schlimmeres. Der Laser würde mich rösten. Ah. Das habe ich in einer Folge von MacGyver 2200 gesehen. Hm, klar. Nice. MacGyver 2200. Die Antigravsteuerung ist mit großen Schrauben befestigt. Beim Abbrechen könnte sie beschädigt werden. Was haben wir denn einen Schraubenzieher? Okay, Abmarsch. Go, go, Power April. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, verdammt. So, dann dahin. Ab nach oben. Hallo? Oh. Da kam das Spiel gerade nicht mit.
So. Dann auf zum Flipper. Oder Burns. Go, go, Power April. Verdammte Ohrwurm. Eine Antigravsteuerung. So ein kleines Gerät mit so einer großen Wirkung. Hoffentlich ist der Shuttle nicht deshalb abgestürzt. Sonst steht Mr. Flipper eine böse Überraschung bevor. Hey, Burns. Hey, Burns. Sag ich doch. Bin sofort da. Ist das hier das richtige Gerät? Toll, klasse Zeug. Für das Ding kriegst du den besten Ausweis mit Zugriff auf alles Süße, ja? Yes. Hey, mit diesem Ding komme ich vielleicht sogar mal hier raus. Klasse. Wie schnell hast du den Ausweis fertig? In ein paar Tagen. In ein paar Tagen? Ich brauche ihn jetzt. Am besten gestern schon. Oh nein, 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 so läuft das nicht. Das braucht Zeit, weißt du? Frühestens morgen Abend. Ich verspreche nichts, aber ich versuch's. Na gut. Der fährt hinunter. Okay. Recording. Ich find's ja lustig, dass April als einzige Person farbig da ist. Der Rest ist schwarz-weiß. Beziehungsweise grau. Raufstufen. Bei der Kamera. Warte mal, was sagt er denn hier beim Tagebuch? Ja, haben wir schon erledigt. Ist er entweder zurück oder wie? Oder was? Oder wo? Nach unten will ich. Go, go, Power April. Wieder zurück. Ich sehe auch, ob Warren noch da ist. Natürlich ist er nicht mehr da. Ich nehme lieber die Treppe. Okay. Ach ja. Geh mal zum Kaffee. Die geheimnisvolle Tür. Ist leider noch nicht offen. Ich dachte, dass sie wieder offen, aber nein, ist sie nicht. Hi, Charlie. Ich habe keine Zeit, um mit Charlie zu reden. Leider. Frisches Stangenbrot. Ich liebe die Küche hier. Ich habe das Gefühl, mich starrt jemand an. Geht immer noch nicht. Soll ich wirklich an dem Rad drehen? Wer weiß, ob dadurch nicht das ganze Universum versickert. Och, das passt schon.
Grenzhaus. Gehen wir mal da zurück. Glaube ich. Ich weiß sonst nicht, wo wir hin sollen. Was haben wir links? Das da. Test, Test. Wo der Typ wieder ist. Auch noch keiner. Hier wieder nach Hause. Okay. Mir graut vor der Ausstellung in 2 Wochen. Bisher habe ich 0, nichts geschafft. Ich komme einfach nicht voran. Das ist Zacks Zimmer. Ich war noch nie drin und habe nicht vor, das zu ändern. Keiner da, denn Charlie ist im Café. Ja. Okay. Unser Mieter ist auch nicht da. Zur Akademie mal gehen. Vielleicht. Oder hätte ich den Philipp auch nochmal ansprechen sollen? Wir gehen mal kurz zur Akademie. Wenn da nichts ist, dann gehen wir zurück zum Flipper. Für Fingermalerei bin ich zu alt. Ich brauche Pinsel und Palette. Heute nicht. Nicht? Okay. Ich lasse Pinsel und Palette lieber hier. Hier ist was dran vorbeirennen. Aber gut. Jetzt aber. Gut. Ich glaube, wir müssen... Lieber nochmal ansprechen. Hätte ich eigentlich noch warten sollen. Aber gut. Geht ja relativ fix. Relativ. Da, 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 da. U-Bahn, U-Bahn. Let's go. Und da kommt der Zug schon. Perfekt. Und die alte Dame ist auch wieder da. Lauf schneller! Grube.
Bin sofort da! Stören bei der Arbeit? Wann wird mein Ausweis fertig sein? Frühestens morgen Abend. Okay. Okay, können wir nicht nochmal gucken? Das hat was von Cyberpunk. Das ist der Flipper. Das hat was von Cyberpunk. Soll ich mal zurück in die Kirche oder? Warte mal. Was hat denn der Tag geschrieben? Aber eigentlich. Noch zur Kirche. Was haben wir immer noch? Nee. Charlie haben wir auch versucht anzusprechen, und sagte, nee, kann ich jetzt nicht. Zur Hope Street mal und zur Kathedrale. Finden Unterstützung für ihre Ideen. Und die Arcadier, diese leicht zu verführenden Schafe, glauben daran, weil ihnen Veränderung versprochen wird und die erscheint Menschen immer wünschenswert. Hi. Nicht nur Menschen. Die Neurer benutzen auch die Tyran für ihre Zwecke. Man sagt, dass die Tyran religiös wurden. Sie haben... Die Tyran. Untreue Wesen. Man muss ihnen nur Geld und Macht bieten. Die Neurer haben ihnen wahrscheinlich die Hälfte des Nordlands, vielleicht sogar Markuria, für ihre Dienste versprochen. Und seit ich denken kann, wollen sie die Stadt in ihre schmutzigen Klauen bekommen. Ja, es sieht nicht gut aus. Was ist mit dem Mädchen? Ich glaube, sie hat endlich das Licht gesehen. Sie weiß nicht mal die Hälfte von dem, was los ist. Und ich glaube nicht, dass sie damit umgehen könnte. Also ist es besser, sie weiß es nicht. Beunruhigt dich denn nicht, dass das Schicksal des Gleichgewichts und unserer Welten in den Händen eines... Kindes liegt? Eines einfachen Mädchens vom Land? Natürlich versuche ich, ihr zu helfen, genau wie die Mutter es auf ihre Art tut. April wird bald auf sich gestellt sein und dann... Wer weiß. Trotzdem ist sie die eine. Daran gibt es keinen Zweifel. Das Gleichgewicht weiß und das Gleichgewicht schützt. Und wenn das Gleichgewicht diesem Mädchen vertraut, sollten wir es auch tun. So spricht ein Mann des Glaubens. Aber natürlich, Pater, du bist nicht der Einzige, der auf höhere Mächte vertraut. Wo wir gerade bei den höheren Mächten sind, ich muss noch meine Predigt für heute Abend vorbereiten. Und welche Lektion lernen wir heute? Du weißt schon, das Übliche. Opfer, Treue, Vertrauen. Die Grundlagen jeder Religion. Selbst die Neurer folgen diesen Grundlagen. Sie fordern Treue durch Vertrauen, genau wie wir es tun. Gute Nacht, Raue. Que Dios te bendiga. Was ist das also? Glaube gegen Glaube.
Hab's dann reingeschrieben. Sonntags spät nachmittags. Ich habe gerade ein Gespräch zwischen Cortez und Pater Raoul belauscht und jetzt habe ich Angst. Wer sind diese Leute? Wer sind meine Freunde? Ich werde wohl nie verstehen, was hier wirklich vor sich geht. Wie schnell ich diesen Fremden alles geglaubt habe. Na sonst paranoid. So paranoid. Aber jetzt muss ich vorsichtiger sein und kein Vertrauen. Cortez will mich bestimmt nicht umbringen. Ja, wird schon gute Motive haben. Aber ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Vor allem, wenn so viel von mir abhängt. Ich muss mal verkehren, was hier tatsächlich los ist. Ja. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hallo, Cortez. Ist es hier nicht wunderschön? So ruhig, so geistig. Sie. Ich bin nicht katholisch, aber ich komme immer wieder her, um zu meditieren. Um zu beten, wenn du willst. Wenn du kein Katholik bist, zu wem betest du dann? Zum Universum. Zum Gleichgewicht. Zu den Steinen in diesem Fußboden und der Luft um uns herum. Zu dir und zu mir selbst. Was ist das? Buddhismus? So ist das Leben, Senorita. Klar und einfach. Also, was hast du heute ausgegraben? Ach, nichts. Außer allem, was du über die Neuerer und Jacob McAllen wissen wolltest. Du hast die Informationen? Du hast Warren gefunden? Hat er dir geholfen? Am Ende schon. Es war nicht leicht. Aber ich weiß jetzt, wo ich McAllen finden kann und ich versuche, dorthin zu kommen. Morgen werde ich wohl soweit sein. Gute Neuigkeiten und gerade zur rechten Zeit. Die Dinge entwickeln sich besorgniserregend. Was meinst du damit? Das Gleichgewicht steht vor dem Zusammenbruch. Magie dringt in diese Welt. Stark wird noch durch seine starken Bande der Logik und Ordnung geschützt, aber Arcadia steht am Rande von Krieg und Chaos. Autsch. Wenn wir nicht schnell handeln, wird Arcadia dem Chaos anheimfallen und Stark wird folgen. Wer könnte uns helfen? Jeder mit der Kraft und dem Willen zu helfen, tut es bereits. Aber du bist wichtiger als jeder andere. Du kannst nach Arcadia reisen und Ordnung in das Chaos bringen, bis wir den Hüter gefunden haben und ihn in sein Reich zurückgeführt haben. Was ist mit den Neuerern? Wir untersuchen deinen Hinweis morgen. Wenn wir finden, was wir suchen, wenn sie den Hüter haben oder wissen, wo er ist, sind wir dem Sieg ein gutes Stück näher. Aber wir müssen noch den Eingang zu seinem Reich finden. Und die Lage in Arcadia wird ohne deine Hilfe immer schlimmer. Ich weiß doch gar nichts. Was kann ich tun? Sei einfach nur da. Du bist stark im Gleichgewicht, April. Und deine Kräfte fließen denen zu, die du triffst. Sie helfen ihnen gegen die Gezeiten des Chaos. Was immer du tust, wie auch immer du es tust, deine Gegenwart hilft. Okay. Ich fühle mich immer noch so hilflos. Ich verstehe kaum etwas von dem, was du mir da erzählst. Deshalb bin ich auch so skeptisch. Gut. Vertraue nichts und niemandem. Und stemm dich gegen die Dinge, die du nicht glaubst. Du solltest die Wahrheit aber akzeptieren, wenn du sie erkennst und an das Gute in der Welt glauben. Ich werde es versuchen. Was tun wir als nächstes? Morgen besuchen wir McAllen. Wir werden erfahren, was er weiß und es benutzen. Übermorgen gehst du zurück nach Arcadia. Wir haben höchstens eine Woche, aber das müsste reichen. Entspann dich heute mit deinen Freunden. Ich glaube nicht, dass ich mich je wieder entspannen kann. Ja, wir zahlen einen hohen Preis für unser Wissen. Versuch dich abzulenken, denn die harte Arbeit fängt morgen früh an. Wir sehen uns dann, ja? Warte, warte. Wohin gehst du jetzt? Wir treffen uns hier, ja? Ich fürchte, ich kann im Moment nicht nach Venice zurück. Dort gibt es Leute, die mich suchen. Die Neuere? Ja. Sie wissen, was und wer ich bin. Sie werden nicht ruhen, ehe sie mich haben. Wir müssen schnell handeln, um sie zu vernichten. Also, dann bis morgen? Bis morgen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Sei vorsichtig. Ich danke dir, Senorita. Pass auf dich auf.
kann ja lustig werden noch. Okay. Da würde ich sagen, wir speichern hier. Und machen nächstes Mal weiter. Jo. Ja, dann ist es hier erstmal Schluss. Ich sag schon mal auf YouTube hier Tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann. Ja, Abo und wisst ihr Bescheid, ne? Wie immer.